hat man ja so selten. So, ist immer schön. So. Test. Kann man mich verstehen? Ja? Nicht durch. Neuer Test. Hört man mich durchs Mikro? Wunderbar. Sehr geehrte Frau Kulturstaatsministerin Dr. Grütters, sehr geehrte Frau Krämeyer, sehr verehrte Kulturschaffende aus Cottbus und Spreneiße, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im DKW und bedanke mich bei Frau Krämeyer, dass wir heute in Ihrem schönen Haus tagen können. Die Idee zu dieser Veranstaltung ist uns schon vor einigen Monaten gekommen. Wir, das sind die beiden Landtagsabgeordneten Michael Schirack und Julian Brüning, letzterer kann heute leider nicht bei uns sein, und meine Wenigkeit. Und wir hatten damals gehofft, dass die Corona-Pandemie etwas abgeklungen sein würde zu dem jetzigen Zeitpunkt durch Impfung und besseres Wetter. Leider wissen wir, dass dem nicht so ist. In diesen außergewöhnlichen Zeiten dürfen Veranstaltungen wie diese daher nur mit einem sehr strengen Hygienekonzept stattfinden. Und ich danke daher allen, die an der Erarbeitung und der Umsetzung dieses Konzepts mitgewirkt haben. Wir haben hier eine sehr gute Lüftungsanlage, die notwendig ist. Ich bitte aber trotzdem alle, während der gesamten Veranstaltung die FFP2-Maske aufzuhalten, zu belassen und auch die Mindestabstände immer einzuhalten. Ich danke Ihnen dafür auch, dass Sie alle bereit waren, sich vor dieser Veranstaltung testen zu lassen. Der Begriff Kultur ist sicherlich einer der diversesten Begriffe, denn es gibt ja nicht die eine Kultur, sondern Kultur hat sehr viele unterschiedliche Facetten und Perspektiven. Und deswegen haben wir auch heute hier Kulturschaffende aus sehr unterschiedlichen Bereichen, was die Diskussion sicherlich beleben wird. Ziel des heutigen Austauschs ist es, die Bedeutung der Kultur für den Strukturwandel in unserer Region herauszuarbeiten und Ihre Anregungen und Wünsche aufzunehmen, wie Sie dieser Bedeutung in Ihrer Arbeit gerecht werden können. Selbstverständlich gilt es in diesem Zusammenhang auch auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie einzugehen. Ich kann Ihnen seitens der Stadt Cottbus-Haschebus verkünden, dass die Stadt einen Förderantrag in Höhe von 119.000 Euro bei der Bundeskulturstiftung für das Förderprogramm Kultursommer gestellt hat für ein Mehrspartenfestival. Dieses Mehrspartenfestival soll die Kulturszene in der Stadt wiederbeleben und die Möglichkeit geben, Kreationen aus der Corona-Pandemie darzustellen. Unter dem Titel Corona Culture Cottbus sollen, sofern es die Pandemie im Sommer zulassen wird, rund 50 lokale Künstler in 10 Veranstaltungen auftreten, welche sowohl Open-Air-Konzerte, Open-Air-Lesungen, ein mehrtägiges Street-Art-Festival und ein Kinderfest umfassen soll. Gestatten Sie mir noch zum Abschluss ein paar Worte zum geplanten Verlauf der heutigen Veranstaltung. Nach einem weiteren kurzen Grußwort von Professor Schirack wird Frau Kulturstaatsministerin Dr. Grütters ihre einführende Rede halten. Anschließend ist vorgesehen, dass 3 Kulturschaffende aus sehr unterschiedlichen Bereichen Statements zu 3 Themenfeldern abgeben werden. Das soll dann die Basis bilden für eine gemeinsame Diskussion im Anschluss. Ich freue mich auf einen spannenden und sicherlich erkenntnisreichen Austausch und übergebe an Michael Schirack. Ja, ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute in so einem schönen Rahmen
live dabei sein können. Wir schalten ja gelegentlich früh nur unsere Videokonferenzen an und ziehen das den ganzen Tag durch. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir es heute geschafft haben. Herzlich willkommen in Cottbus. Wir waren heute Vormittag schon im wunderschönen Park und Schloss Branitz. Wir haben gesehen, wie Bundesgelder wirken und auch wirken werden. Also herzlichen Dank dafür. Dennoch will ich nicht verhehlen, dass vor der Lausitz und der Kultur große Herausforderungen stehen. Ich bin im Kulturausschuss des Landes Brandenburgs. Ich bin auch im Sonderausschuss Lausitz, der sich insbesondere mit dem Strukturwandel auseinandersetzt. Und wir wissen, dass insbesondere die Kultur unter den Bedingungen des Strukturwandels, aber auch unter den Corona-Bedingungen, ja, besondere Herausforderungen stellen muss. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, es wird nicht immer einfacher, auch wenn man sich die finanzielle Situation des Landes, aber auch des Bundes anschaut. Es ist ja kein Geheimnis, wie viel Geld wir gegenwärtig ausgeben und was das bedeutet für die Zukunft. Und ich glaube, oh Gott, ich bin immer einfach erschossen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns untereinander miteinander verabreden und miteinander diskutieren. Was bedeutet das für den Strukturwandel? Und wir merken auch gerade, die Gelder sind zwar eingestellt im Kulturwandelprozess, aber es gibt auch der ein oder andere, der da auch Interessen hat, an diesem Geld zu partizipieren, das nicht unbedingt für die Lausitz und für die Kultur beispielsweise da ist. Das müssen wir auch miteinander diskutieren. Und warum Julian Brüning zum Beispiel heute nicht dabei ist, der ist ja mit auf der Einladung, der ist heute in Drebkau. Das Kulturfestival Wilde Möhre, manche kennen das vielleicht, steht dort auf der Kippe. Da gibt es eine lokale Bürgerinitiative, die das verhindern will und angeführt von der AfD übrigens. Ja? Und deswegen kommt es halt auf jede Stimme im Drebkauer Stadtparlament an, dass diese Wilde Möhre auch tatsächlich existieren kann. Also was nützt es nicht? Es nützt es, die Wilde Möhre zu unterstützen, wenn es beispielsweise dieses Festival in der Bevölkerung oder durch bestimmte Initiativen dort verhindert werden soll. Mit den wahrscheinlichsten Begründungen. Deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Stimme erheben. Kultur ist wichtig. Deswegen bin ich froh, dass die Bundesministerin heute hier ist, liebe Frau Grütters. Danke, dass Sie den schönen Ausflug in die Lausitz nach Branitz hier in das wunderschöne DKW gewagt haben. Ich hoffe, das ist für Sie auch etwas Abwechslung, ja, nur in meiner Videokonferenz zu sitzen. Und hier haben Sie begeisterte Menschen, die etwas entwickeln wollen in der Lausitz. Also herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Bitte schön für Ihre einführenden Worte. Danke. Das kann man wohl sagen, dass das eine Abwechslung ist. Wir bellen ja alle nur noch Bildschirme an, von morgens bis abends. Und wenn man dann mal raus kann, noch dazu in so ein tolles Museum wie dieses hier, das Dieselkraftwerk ist ja sehr bekannt, wenn es so geht, dann reicht es ja. Und heute Morgen, wir waren ja nicht nur heute Morgen da, wir haben einen halben Tag da verbracht im Branitzer Park, weil es einfach so schön war. Und das wäre auch in Nicht-Corona-Zeiten so, aber in Corona-Zeiten ist es eben besonders schön. So, deshalb freue ich mich, lieber Herr Schirak, lieber Herr Negemann, und es hatten ja auch noch Peter Schulze eingeladen und der Julian Brüning. Frau Krämeyer, danke, dass ich hier bei Ihnen sein darf für diese schöne Einladung, weil ich natürlich ein großes Bedürfnis habe, mit Menschen wie Ihnen, also den Kreativen und Kulturschaffenden, auch direkt ins Gespräch zu kommen. Wir sitzen, wie gesagt, in unseren Büros oder im Homeoffice und versuchen, mit einer zweiten Milliarde, inzwischen sind es zwei ganze Milliarden, mit denen wir versuchen wollen, die Kulturszene ein bisschen durch die Krise zu bringen, und die kommen zu den 2 Milliarden, die wir im normalen Haushalt haben, einfach mal dazu. Und wenn plötzlich 400 Mitarbeiter eines Ministeriums nicht einen 2 Milliarden Normalhaushalt verwalten, sondern einen 4 Milliarden Haushalt und davon die Hälfte wirklich zur Milderung von wirklich bitteren existenzbedrohenden Corona-Folgen gedacht ist, dann können Sie sich vorstellen, wie die einerseits im Akkord arbeiten und andererseits ja selber auch Betroffene dieser Krise sind. Und dann bleibt das trotz der Bildschirm- und digitalen Austauschmöglichkeiten immer ein Stück weit abstrakt. Deshalb sind wir froh, wenn es einen Austausch wie diesen gibt, und wenn er dann auch noch analog stattfindet, dann ist das schon richtig eine Labsal. Kürzlich hat eine deutsche Wochenzeitung mal eine ganze Seite den aktuellen Staumeldungen gewidmet, und diese Staumeldungen kamen ausnahmsweise mal nicht aus dieser Gegend von der A15 oder der A18, sondern sie kamen aus der Kulturbranche. Und ein ganz großer Konzertveranstalter meldete nämlich, deshalb hieß das auch so, einen Stau von über 2.500 Events, die wegen der Pandemie verschoben werden mussten.
und als geradezu gigantisch beschreibt einer der bekanntesten deutschen Filmproduzenten, einige werden ihn kennen, Martin Moskowitz, den Rückstau fertiger Filme, die einfach nur darauf warten, wieder ins Kino zu kommen. Und außerdem wissen Sie alle, auch Sie, Frau Krämeyer, dass es geradezu endlose Listen von Leihgaben gibt, deren Leihfrist man verlängern musste und man verschiebt eine Ausstellung einmal und ein zweites und am Ende ein drittes Mal und dann ist es nicht mehr möglich. Also ich habe schon ganz einsam Ausstellungen besucht, die im Dunkeln waren und wir hoffen, dass wir mit unseren Digitalgeldern beispielsweise einigen Ausstellungsmachern helfen können, tatsächlich digitale Rundgänge durch ihre ansonsten geschlossenen Ausstellungen zu zeigen. Aber ähnliche Staumeldungen, das wissen Sie alle, könnte man von fast jeder Kultursparte veröffentlichen. Deshalb verdeutlicht es die Dringlichkeit der Frage, die uns seit Monaten natürlich täglich in E-Mails, in Briefen, in Telefonaten, in persönlichen Gesprächen gestellt wird: Wann wird es im Kulturbetrieb endlich wieder losgehen? Ich wäre froh, wenn ich Ihnen dazu eine verbindliche Aussage machen könnte. Kann ich nicht. Aber was Sie wissen, ist, dass es um viele Einzelschicksale geht. Und dabei nicht nur um materielle, sondern vor allen Dingen auch um seelische und geistige Nöte, die mit dem Verstummen der Kultur zusammenhängen und die nimmt man, wie ich finde, nicht einfach als Kollateralschaden abtun kann. Und deshalb habe ich mich über viele Monate sehr dafür eingesetzt, dass der Kultur- und Kreativbereich in größtmöglicher Form von den Corona-Hilfen der Bundesregierung profitiert und mit Unterstützung von Fonds, Verbänden und Kooperationspartnern haben wir es immerhin hinbekommen, über 70 Einzelprogramme zu entwickeln für die Bereiche Kino, Film, Musik, Theater, Tanz, Literatur, Soziokultur. Wir haben ein ganz breites Programm an Hilfsmaßnahmen entwickelt. Es berücksichtigt vor allen Dingen die Bedürfnisse einzelner Künstlerinnen und Künstler, aber es gilt in erster Linie dem Retten der Infrastruktur. Und weil wir immer gesagt haben, wir können nicht die Künstler am Ende individuell über die Krise bringen, aber wenn sie wieder anfangen dürfen, sind ihre Einsatzorte eingegangen. Und deshalb hat sich der Bund mit auf ein Stilprinzip verständigt. Sie wissen, dass der Großteil der Kultureinrichtungen von Kommunen, dann von den Ländern und am Ende auch vom Bund mitgetragen wird. Und wir gehen davon aus, dass der Staat seine Kultureinrichtungen jedenfalls nicht verhungern lassen wird. Es gibt aber eine riesengroße Zahl privatwirtschaftlich getragener Kultureinrichtungen. Die Menschen, die da hingehen, kennen den Unterschied nicht. Die nutzen ein Kulturangebot. Aber dass Buchhandlungen, dass Kinos, dass viele Festivals, dass es Privattheater sind oder Literaturveranstalter, die eben sich privatwirtschaftlicher Initiative und Kreativveranstalter verdankt und eben nicht staatlich subventioniert sind und dass dieses alles, diese große Vielfalt ausmacht, hat uns dazu bewogen zu sagen, wir unterstützen vor allen Dingen privatwirtschaftlich, also nicht in mehrheitlich öffentlicher Trägerschaft befindliche Einrichtungen. In der Erwartung, dass Kommune, Land und Bund für ihre Häuser schon sorgen, möchten wir die große Vielfalt mit unseren Programmen unterstützen und retten helfen. Also Infrastruktur sichern, damit keine Arbeitsplätze wegfallen. Und das Programm, was wir dann seit vergangenen Juni, hatte ich die erste Milliarde seit September, also an Sie ausgeschüttet oder Ihnen zur Verfügung gestellt hatten, hatte erst eine Milliarde. Inzwischen haben wir das um eine zweite Milliarde ergänzt und ihm den Titel Neustart Kultur gegeben. Wir konnten nicht damit rechnen, dass im vergangenen Jahr bereits im November der zweite Lockdown stattfinden würde, der ja jetzt schon viel länger andauert als der erste, auf den die erste Milliarde eine Antwort gewesen sein sollte. Was spricht daraus? Erstens eine große Anerkennung der Bundesregierung insgesamt für den Bereich Kultur, denn wir sind das einzige Ressort, was überhaupt ein eigenes Hilfsprogramm bekommen hat. Alle anderen Ministerien müssen sich hinter Herrn Altmaier bei den Wirtschaftshilfen oder hinter dem, was im Sozialschutzpaket bei Hubertus Heil ist, versammeln. Das einzige Ressort, was ein eigenes Hilfsprogramm bekommen hat, ist die Kultur. Und das ist ein Stück weit Anerkennung der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dieses Ressorts. Da geht das, was Sie alle leisten, ja weit über den individuellen Nutzen hinaus und ist etwas, was die Gesellschaft als Ganzes prägt und deshalb auch gerettet werden musste. Außerdem sehen natürlich alle, auch wenn das manchmal nicht so wahrgenommen wird, es ist aber doch so,
Sie waren die ersten Einrichtungen, die schließen mussten. Und wir alle finden, auch ich, Sie dürfen nicht die Letzten sein, die wieder aufmachen. Und deshalb gibt es auch diese Anerkennung mit diesen 2 Milliarden, was immerhin, ich habe einen Haushalt glatt, einen ganzen Jahreshaushalt obendrauf bekommen, den Jahreshaushalt BKM verdoppelt, um jetzt zu helfen. Und es ist noch ein dritte Erkenntnis da drin enthalten an diesem Neustartprogramm für uns mit 2 Milliarden, dass hinter dem Oberbegriff Kultur sich ein so breites und vielfältiges Spektrum an Bedürfnissen, Lebensweisen und auch Ansprüchen und Leistungen steckt, dass das mit groben Hilfen, die man an einer Plattform im Wirtschaftsministerium abrufen kann, nicht zu beantworten wäre. Und deshalb haben wir uns die Mühe gemacht und tatsächlich mit Hilfe von ihren Dachverbänden, also aus der Zivilgesellschaft, haben wir uns die Hilfen geholt, wo brennt es, wo ist das größte Problem, wie müsste ein Hilfsprogramm aussehen, nach welchen Kriterien machen wir das und wickelt ihr das bitte für uns mit ab. Haben wir mit mehr als 40 Partnern von den großen Dachverbänden halt, Börsenverein des Deutschen Buchhandels oder Bundesverband der Galeristen oder Filmförderanstalt für den Kinobereich oder dem Bühnenverein, haben wir uns Partner gesucht, Menschen eingestellt, die die Programme abwickeln. Diese Programme zugeschnitten sind an den Rechnungshof, ans Bundesfinanzministerium, an die Bundesländer gegangen. Und wenn die alle dazu Ja gesagt haben, haben diese Dachverbände das Geld bekommen und wickeln die Programme für uns ab. Und es sind noch die Fonds dabei, die soziokulturellen Zentren, die uns helfen, mehr als 500 Einrichtungen in Deutschland. Und aber dieses Satellitensystem aufzubauen in weniger als 2 Monaten, ist ein Kraftakt, den man in der Regel gar nicht sieht, der aber der Grund dafür ist, dass dieses Geld sehr schnell abfließen konnte. Wir haben innerhalb von 4 Monaten mehr als 70 Programme designt und mehr als 50.000 Anträge bearbeitet und 900 Millionen von der ersten Milliarde bereits im Dezember verbindlich belegt gehabt. Und das war auch der Grund, weshalb ich dann im Januar eine 2. Milliarde bekommen habe. Und da bauen wir im Moment die Programme nach. Wir wissen natürlich inzwischen, welche unserer ersten Programme stark überzeichnet waren, wo es Förderlücken gibt und wo wir auch noch mal was Neues machen können. Mit 250 Millionen Euro bauen wir neue Programme und die anderen werden einfach mit dem verstärkt, was wir jetzt noch zusätzlich zur Verfügung haben. Was in der zweiten Runde des Geldausgebens, wie wir das im Einzelnen machen, können wir ja gleich besprechen. Was in der zweiten Runde für uns eine wichtige Erkenntnis war, war, dass wir noch viel mehr bei der individuellen Künstlerförderung helfen mussten. Also am stärksten überzeichnet waren die Stipendienprogramme. Und dahinter steckt natürlich das, was Sie alle schon mitbekommen haben, nämlich eine gewisse Fremdheit zwischen den Arbeitsweisen von Jobcentern und den Lebensumständen künstlerisch tätiger Menschen. Es gibt das Sozialschutzpaket und da konnte sich jeder ja seine individuellen Lebensumstände verbessern helfen lassen. Aber sehr häufig sind da Welten aufeinander geprallt, die zu wenig voneinander wussten. Deshalb hat es Probleme gegeben und wir können allerdings keine Sozialleistungen ausreichen, weil uns die Datenlage dafür fehlt. Das müssen Jobcenter machen. Deshalb haben wir auf diesen Umstand mit einem sehr, sehr umfangreichen Stipendienprogramm reagiert, mit mehr als 90 Millionen Euro im zweiten Durchgang und ich glaube 70 Millionen Euro im ersten Durchgang. Das heißt 160 Millionen Euro nur alleine für Stipendien, 1.500 Euro im Monat ungefähr für ein halbes oder ein ganzes Jahr. Aber dahinter wird erwartet, dass in der Zwischenzeit eine Leistung erbracht wird. Jemand schreibt sein Buch zu Ende, die anderen malen ihre Bilder. Ich vereinfache das jetzt, aber also diese Stipendien sind immer an an die Erwartung geknüpft, dass eine künstlerische Leistung oder Arbeit in der Zwischenzeit verrichtet wird. Da muss man auch nichts für abliefern, aber wir gehen davon aus, dass der Wunsch, sich kreativ zu betätigen, ja ohnehin der Grund ist, weshalb man ein solches Stipendium möchte. Das war für uns war das Wichtigste, die größte Einsicht oder das offensichtlichste Desiderat der ersten Runde und das haben wir in der zweiten jetzt aufgefangen. Dann haben wir darüber hinaus versucht, auch bei den anderen Ministerien Hilfen für die Kulturszene locker zu machen. Ganz nach den Soforthilfen waren es die Kurzarbeit, waren es die Ausfallhonorare. Da möchte ich mit Ihnen auch gleich mal hören, wie das hier in der Region ist. Denn wir haben die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür gegeben, dass man Ausfallhonorare zahlen kann.
Also, dass sie Geld für etwas kriegen, was sie hätten erbringen sollen, aber nicht erbringen können. Normalerweise dürfen Steuergelder nicht ausgegeben werden für etwas, was nicht passiert. Hier mussten wir das Prinzip logischerweise umdrehen. Das war nicht ganz banal, haben wir aber gemacht für Bundes-, Landes-, kommunale Ebene. Aber ausreichen müssen die Gelder natürlich diejenigen Stellen, die sie für sie eigentlich reserviert hatten. Und das ist in der Regel nicht der Bund. Dass wir für die Künstler, die wir engagiert haben, sagen wir mal bei der Rundfunkorchester und Chöre GmbH oder in unseren Museen, wenn da Vortragsleistungen oder dergleichen erbracht werden musste, oder Bayreuth, da haben wir natürlich Ausfallhonorare gezahlt dafür, dass dieses Versprechen einander nicht eingehalten werden konnte. Aber ich weiß, dass auf Landes- und kommunaler Ebene nicht ganz so konsequent vorgegangen wird. Und da bleiben wir als Gesellschaft, finde ich, den Künstlern, die mit dieser Gage ja ihre Planungen auch für ihre Lebensumstände gemacht hatten, da bleiben wir den Künstlern was schuldig. Aber ich kann natürlich Kommune und Länder nicht anhalten, die zu zahlen. Aber die Möglichkeiten haben wir eingeräumt und selber tun wir es natürlich. Dann gab es die Überbrückungshilfen 1, 2, 3. Da haben wir vor allen Dingen seit November hinbekommen, dass es Hilfen für Solo-Selbstständige gibt. Das war ja ein 7-monatiger Kampf, bis auf Bundesebene auch sich die Einsicht durchgesetzt hatte, dass Solo-Selbstständige spezifische Hilfen brauchen. Das sind im Übrigen nicht nur Kreative, da sind auch Hausmeister, Fahrradbodenmobile, Fußpflegerinnen dabei. Aber bis man auf Bundesebene akzeptiert hat, dass dieser Sonderfall auch in der Pandemie berücksichtigt werden muss, hat es viele Monate Überzeugungsarbeit gebraucht. Seit November geht es aber. Und wir haben, sollten hier Schauspieler sein, auch für kurzbefristet Beschäftigte eine eigene Förderstrecke eingebaut. Da müssen sie in so einer Stresslage wie der Pandemie eine unglaubliche Aufklärungsarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ressorts leisten, denen ich gar nicht vorwerfe, dass sie nicht wissen, wie die differenzierte Welt der Kultur aussieht. Aber jetzt wäre das Wissen hilfreich, um entsprechende Hilfen locker zu machen. Und alles das muss hinter den Kulissen passieren, ehe es dieses Hilfsangebot gibt. Das haben wir aber hingekriegt. Und man kann einen sogenannten fiktiven Unternehmerlohn in Höhe von 7.500 Euro zwischen Januar und Juni diesen Jahres eben auch abfragen beim Wirtschaftsminister. Und alles das ist immerhin mehr, als es vorher war. Und dazu kommen eben die 2 Milliarden, die ich in meinem Programm Neustart habe. Unter anderem Investitionshilfen, die Lüftungsanlagen hier, glaube ich, waren vorher schon da. Woanders sind sie mit unserer Hilfe eingerichtet worden. Im Schloss in Branitz habe ich mir das heute angeguckt. Oder Corona-bedingte Umbaumaßnahmen gibt es in fast jeder, in jedem Kino in Deutschland. Die haben das alles in Anspruch genommen. Privattheater, Festivalveranstalter, Buchhandlungen, Galerien. Wir haben großflächige Digitalprogramme von der Beratung bis zum digitalen Rundgang in Galerien konnten wir da Mittel ausreichen. Und wir haben spartenspezifische Einzelprogramme, die man bei www.kulturstaatsministerin.de und dann auf Neustart klicken, alle sich pro Branche runterladen kann. Vieles davon ist auch hier bei Ihnen angekommen. Das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen, auch weil es hier ja um mehr als nur Corona-Hilfen geht, nämlich auch noch um den Strukturwandel in der Region und BKM da tatsächlich intensiv beteiligt ist. Wir haben durch den Deutschen Literaturfonds eine Autorenlesereihe für Kinder und Jugendliche mitfinanziert. Wir konnten beim bunten Bahnhof in Cottbus Neustartmittel immerhin für ein Lüftungssystem in Höhe von 90.000 Euro verteilen. Wir haben die Goldene Grunzke und Ioannis Avakoumidis und Denis Noack Tanzkompanie aus Cottbus für Keep Distance, für eine große Choreografie mit unterstützt. Soforthilfeprogramm Bibliotheken ist bei der Gemeindebibliothek Kollwitz angekommen, beim Stadtarchiv Cottbus, Digitalprogramme beim Jugendkulturzentrum Glad House haben wir relativ viel getan. Beim Menschenrechtszentrum in Cottbus sind wir regelmäßig mit dabei und zwar immer mit großflächigen Projektmitteln, weil sie so traurig sind,
dass sie nicht institutionell gefördert werden können. Aber dafür sind wir immer wieder mit großflächigen Projekten, die sie dann über viele Monate ja auch ein bisschen absichern dabei. Letztes Beispiel ist der lokale und private Hörfunk. Auch das sind so Dinge, die in dieser Pandemie manchmal nicht so richtig wahrgenommen werden. Die leben ja fast ausschließlich von Werbeeinnahmen. Und es gibt kaum noch Werbetreibende, weil der Konsum ja eingebrochen ist. Insofern leiden die, und das Lokalradio in Cottbus war heute Morgen in Branitz mit dabei, hat auch Geld von uns bekommen. Aber noch mal kurz was zum Thema Strukturwandel. Der ist natürlich wichtig. Das Wort Wandel, finde ich, klingt vermeintlich milde und leicht. Aber wenn man überlegt, was dahinter steckt und womit die Menschen hier in der Lausitz konfrontiert sein werden, das ist dann doch eine tiefgreifende, große Veränderung sozialer, wirtschaftlicher und administrativer Abläufe, die wir den Menschen hier zumuten. Und ich glaube, das ist nicht leicht, sondern herausfordernd. Und die Kultur kann natürlich eine wichtige Rolle dabei spielen, auch hier dass einen solchen Wandel auch hin zu etwas perspektivisch Positivem zu gestalten, also identitätsstiftende Perspektive eröffnen. Und deshalb bin ich froh, dass es uns gelungen ist, aus diesen riesigen Milliardentöpfen doch zumindest signifikante Summen auch für kulturelle Maßnahmen abzuzweigen. Zwischen 14 und 26 Milliarden bis 2038 reden wir hier von großen Summen, an denen die Kultur allerdings wirklich großflächig partizipiert. Da gibt es Sofortprogramme, Sie kennen das fast besser als ich, für kulturelle Maßnahmen hier auch in der Lausitz. Und wir haben heute Stiftung hier Schloss Branitz und den Park ja besucht. Da ist ein Teil der 12,5 Millionen für das Masterplanprogramm natürlich auch aus diesen Töpfen, und die Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus, habe ich schon gesagt, die Umgestaltung herausragender Industriegelände, da können wir hier ein bestes Beispiel uns angucken, soll auf jeden Fall mit dabei sein. Wir geben 7 Millionen, damit überhaupt erstmal eine Bestandserfassung hier in der Lausitz passiert. So, ich möchte noch mal ein Letztes sagen, nämlich zum Thema Öffnung, also wieder zurück zur Pandemie. Es ist halt das alles überwölbende Thema. Wir fragen uns natürlich immer, wann kann es endlich wieder richtig losgehen, und müssen, ehe wir die Antwort darauf uns ausmalen oder mit von uns teuer bezahlten Studien auch Ermutigungen an die lokalen politischen Autoritäten aussprechen. Seht mal her, die Charité hat eine große Studie gemacht, oder das Institut für Musikforschung in Freiburg, was wir mit stimuliert und bezahlt haben, und zuletzt natürlich auch noch das Bundesumweltamt. Die beweisen ja genauso wissenschaftlich fundiert, wie man Infektionszahlen lesen kann, nach, dass, wenn man sich an Regeln hält, an einfache Regeln, eine, wie man so sagt, Schachbrettbesetzung mit ungefähr 50% Sitzplatzauslastung ohne nennenswertes Risiko möglich ist in Kinos, in Konzertsälen, in Theatern, in Opernhäusern. Und das war unser Beitrag dazu, weil wir können bundesseitig, und ich als Staatsministerin für Kultur ohnehin nicht, die Regeln machen, sondern das machen die Länder oder die Landschaftsverbände, nämlich da, wo die örtlichen Infektionszahlen es zulassen, werden Regeln für Öffnungen oder Gegenöffnungen erteilt. Aber wir versuchen unsererseits, die Voraussetzungen, also das Wissen dafür zu schaffen, dass es problemlos möglich wäre, Kinos oder Theater mit einer Schachbrettbesetzung wieder zu öffnen, und können das wissenschaftlich belegen. Diese Studien haben wir gemacht in der Hoffnung, dass sie eine Ermutigung sind für die Menschen, die zu entscheiden haben, wann sie die Häuser wieder öffnen. Wir Kulturliebhaber vermissen unsere geistigen Naherholungsgebiete, sage ich mal so, weil wir heute im Park waren. Und ich glaube, es geht noch weiter. Unserer Demokratie fehlt ein kritisches Korrektiv als Medium der Selbstreflexion, denn das ist Kultur, und natürlich auch als treibende Kraft demokratischer Streit- und Verständigungskultur fehlen die Kulturangebote einfach. Und deshalb dürfen Kultureinrichtungen, ich wiederhole mich, nicht die Letzten sein, die wieder öffnen, sondern mit den Hygienekonzepten, mit unseren Studien und mit unseren permanenten Appellen an das zu denken, was sie gesamtgesellschaftlich leisten, plädiere ich sehr dafür, dass sie eben mitgedacht werden, und zwar von Anfang an. Und der Stufenplan, den Sie jetzt alle kennen, sieht immerhin vor,
dass sie mit Geschäften, unspezifisch, aber immerhin mitgedacht werden und deshalb dann doch von Anfang an mit dabei sind, wenn wir wieder über Öffnungen reden können. Mit dem Soforthilfeprogramm Neustadt Kultur versuchen wir tatsächlich, uns bestmöglich darauf vorzubereiten, dass es wieder neu starten kann. Ich freue mich, dass die Hilfe im doppelten Sinne ankommt. Deshalb sagte kürzlich der Kölner Museumsdirektor Yilmaz Tevior in einem Interview, wenn ich mit Kollegen aus Großbritannien und den USA spreche, höre ich immer wieder, wer sehr sie uns in Deutschland um die staatlichen Hilfen beneiden. Ich weiß, dass /allesdichtmachen.de das anders sieht und dass sie natürlich auch alle das Bedürfnis haben, auf ihre seelische Notlage aufmerksam zu machen. Dafür habe ich auch großes, großes Verständnis. Aber das ist das Spannungsverhältnis, die Spannung zwischen Infektionsschutz und Kunstfreiheit, der wir irgendwie alle ausgeliefert sind und in denen man in schwierigen Abwägungsprozessen die richtige Entscheidung treffen können. Sie können sich jedenfalls darauf verlassen, dass ich Ihre Anwältin und Fürsprecherin der Kultur bleibe, weil ich auch glaube, dass ich ein offenes Ohr habe. Ich selber fühle mich wie auf Entzug. Es sind ja nicht nur die Kreativen selber, die leiden, sondern auch ihr Publikum, die auch in Einsamkeit versinken, viele Menschen. Sie brauchen diese Anregung auch wieder. Und deshalb werde ich weiter dafür kämpfen, dass die Kultur durch diese Krise hindurchkommt. Die Sorgen, die Nöte, die Anliegen und der Austausch mit Ihnen sind mir wichtig. Ich möchte allerdings mit etwas Positivem schließen. Ich glaube ja immer, wir werden, wenn es wieder etwas besser geht und das Impfen nimmt im Moment ja echt Fahrt auf, das Wetter wird besser. Ich glaube, dass wir dann ein großflächiges Zurück zur Kultur erleben werden. Einerseits ist diese Branche ja zäh. Wir haben den größten Reichtum an Kultureinrichtungen weltweit über 2 Weltkriege verteidigt, denn er verdankt sich ja einer Zeit lange davor. Und insofern glaube ich, wir brauchen einander und es wird hoffentlich bald wieder losgehen. In diesem Sinne lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Mich interessieren vor allen Dingen Ihre Erfahrungen und wo wir für Sie vielleicht noch etwas tun können. Ja, liebe Frau Grütters, herzlichen Dank. Ich nehme das sehr, sehr, sehr wohl auf. Unsere Kulturverteidigerin, aber auch wir sind auf Entzug, die das nutzen. Also ich bin ein Nutzer. Und ich habe gehört, Sie haben ein großes Ohr und auch ein warmes Herz. Ich hoffe, wir können das heute rüberbringen. Jetzt ist die Zeit, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Frau Grütters, wir haben uns verabredet, dass Sie heute alle jetzt Ihre Probleme, Ihre Erfahrungen, auch das, was Sie erwarten, hier zur Diskussion stellen. Wir haben genügend Zeit dafür. Um warm zu werden, haben wir ein Format jetzt gewählt. Ich bitte mal Frau Goethe, Herrn Gärtner und Herrn Dr. Körner mal hier bitte nach vorne. Wir machen so eine ganz kleine Gesprächsrunde am Anfang und dann sind Sie alle dran. Ja? Versuchen wir es mal auf diese Art und Weise. Wir haben gesagt, Sie bekommen am Anfang 90 Sekunden Zeit. Wir haben 3 Fragen. Soll ich hier sitzen lassen? Sie bleiben sitzen. Sie sollen ja zuhören. Sie sollen ja zuhören, da haben Sie am besten da vorne. Und danach, wenn wir diese Runde durch haben, sind Sie eingeladen, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen hier zu stellen. Und Frau Grütters wird darauf antworten, wird zuhören. Wir werden Sie gestalten das heute einfach. Gut. Also, ich freue mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hier die erste Warm-up-Runde zu machen. Die erste Frage lautet ganz einfach, was bedeutet Corona? Was bedeutet die Corona-Pandemie für Ihre Branche? Was hat sich verändert und welche klugen, kreativen Ideen sind beispielsweise dadurch entstanden? Frau Goethe, 90 Sekunden. Wir sind privatwirtschaftliches Unternehmen und wollen zum Beispiel das Filmfestival in Cottbus. Das heißt,
Hotel gehabt. Aber dieser Austausch, dieser persönliche, fehlt einfach. Für dieses Jahr bin ich bei dem Plan, das Beste aus beiden zu haben. Weil wir werden ein ganz normales Festival planen, optimistisch ein normales Festival planen. Und wenn man schon bis dahin ist, das mit dem Impfen und den Testen kommen wir ein bisschen voran. Werden aber Teile dieses digitalen Festivals, das wir im letzten Jahr erfolgreich veranstaltet haben, auch beibehalten. Andere Formate sind uns komplett weggebrochen. Wir haben gerade zum zweiten Mal das Gartenfestival Parkenschloss Branitz abgesagt, was letztes Jahr sehr sehnliches gefeiert hätte, was wir auch nicht feiern wollten. Die Nacht der kreativen Köpfe war auch wichtig für Cottbus, auch als Vernetzung für Unternehmen in Cottbus und auch für die Cottbuser selbst haben wir zum zweiten Mal abgesagt. Ja, da haben wir aber auch nichts bekommen, wenn es ausfallen sein wird. Also da müssen wir uns selbst ein Ausfall nochmal bezahlen. Das geht nicht. Also da sind wir praktisch wirtschaftlich, das ist schwierig für uns tatsächlich. Alle guten Veranstaltungen wurden abgesagt. Also wie gesagt, sehr gerne die Zeit. Also Corona hat Vor- und Nachteile für uns gebracht. Und im Moment kennt man da wirtschaftlich sehr offen, aber mit der Überbrückung sind die drei doch noch was gekommen nach einem Jahr, wo wir selber kriegen mussten. Herr Dr. Körner. Ich werde dafür bezahlt, positiv zu denken und zu handeln und habe ein wunderbares Team und vertrete sozusagen die Museen, Schlösser und Gärten. Und wir haben den Vorteil und den Nachteil, dass wir drinnen und draußen agieren können gegenüber den Museen, die nur ein Drinnen haben, denn wir haben alles nach draußen verlegt. Also wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, so macht man das in der Kultur, so machen wir das. Und ich kann nur sagen, es war eine Art Turbo-Booster, den wir da genommen haben, digitale Medien. Und was uns alles noch so einfällt an Möglichkeiten, die Menschen anzusprechen. Aber es bleibt, und es ist jetzt hier Eulen nach Athen tragen, kein Geheimnis, die Menschen fehlen. Heute haben wir bei der vielbesagten Veranstaltung in Branitz die Aufsicht wieder gesehen, die seit Monaten in Kurzarbeit zu Hause sitzt und am allerschönsten fand, dass sie wieder da ist, dass sie die Tür aufmachen kann, dass sie zeigen kann, was uns so wertvoll ist und uns so bereichert. Aber ich bin da ganz positiv, dass wir demnächst hoffentlich alle im Impfstoff schwimmen und dann die Pandemie nur das Gute hinterlässt, nämlich auch das Gefühl als Turbo-Booster aus dieser Krise mit neuen Ideen und seien sie digital, die Menschen wieder zusammenzubringen für danach. Vielleicht mal ein positives Zeichen in diesen trüben Tagen. Herr Gärtner, bitte vielleicht am Anfang kurz Frau Grütters erklären, welche Branche Sie vertreten. Ja, wir betreiben ein Club, der Skandale, das ungefähr 500 Quadratmeter hat, eine Kneipe, der Seitensprung, was ungefähr 30 Quadratmeter hat und das Primavetta, ein Außenbereich mit ca. 2000 Quadratmetern und einer Gastronomie. Wir haben das so erlebt, dass wir eigentlich alles erstmal wie immer gemacht haben. Wir haben Veranstaltungen geplant, Künstler gebucht, Grafiken entwickelt, Hygienekonzepte geschrieben und haben außer im Sommer 2020, im Monat Juni, Juli, August, eigentlich dann wieder alles abgesagt. Also gerade die Indoor-Veranstaltungen mussten alle abgesagt werden. Wir sind jetzt relative Füchse im Anträge schreiben. Wir haben Überbrückungshilfeanträge geschrieben, Neustadtkulturanträge geschrieben und MWFK-Anträge geschrieben. Zu den Überbrückungshilfeanträgen, um das jetzt mal so ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen da einzugehen, haben wir Angebote eingeholt, haben mit unserem Steuerberater um 22 Uhr nachts telefoniert, weil er sonst keinen, der auch heillos überfordert war, sozusagen mit der Flut, mit der Welle an Anträgen, die gestellt werden müssen. Also unser Steuerberater sollten uns wirklich leid tun. Die Anträge abgegeben, eine Woche später sollte das Geld kommen, dann kam dieser Betrugsverdacht auf, also der allgemeine Betrugsverdacht. Dann hat es 6 Wochen gedauert, bis das Geld da war. Dann mussten wir feststellen, dass wir die Angebote, die wir eingeholt haben, nicht mehr gültig waren, weil jetzt nirgendwo mehr die Preise gehalten werden können und das Geld gekürzt worden ist. Und dass das Angebot immer wieder bei den Überbrückungshilfen immer wieder geändert wurde und wir jetzt gemerkt haben, wir müssen jetzt also schon wieder einen Änderungsantrag schreiben. Dann haben wir zur Neustadt Kultur, möchten wir sagen, den haben wir auch beantragt. Wir hatten sehr nette Leute, sehr kompetente, nette Leute am Telefon. Es ging ratzfatz durch und wir haben uns gefragt, warum machen wir das nicht immer so? Also generell mit allen Förderprogrammen. Das war also, ich weiß nicht, selbst wenn es dann noch schnell auf die Beine gestellt werden sollte, sollte man nochmal ganz genau gucken, ob man nicht generell auch im Strukturwandel, Geldern, der Starkförderung, ist wahnsinnig kompliziert aufgebaut. Da würde ich doch einfach dazu anregen, bitte, dass man bei Neustadt Kultur guckt und es dem gleich tut. Dann haben wir
die Clubkommission mitbegründet, haben Kontakte zu Kulturschaffenden nach Polen und Tschechien aufgenommen, haben in die Digitalisierung investiert, haben einen Monat später das 360-Grad-Festival durchgeführt, haben da 8 Bands und DJs zusammengebracht und haben immerhin 10.000 Leute in die Bildschirme geholt, zumindest sagt das der Streaming-Anbieter. Ja. Wir haben mit 8 Solo-Selbstständigen zusammen eine Band oder eine Kapelle gegründet und haben jetzt schon Programme einstudiert, die wohl sowohl live als auch im Netz funktionieren. Das jetzt mal so ganz kurz. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zur zweiten Frage. Und ich bitte darum, die 90 Sekunden echt etwas besser einzuhalten bei den Statements. Die zweite Frage ist relativ einfach als Frage, etwas schwieriger in der Antwort. Welche Rolle hat die Kultur aus Ihrer Sicht im Strukturwandel in der Lausitz? Jetzt bin ich mal länger. Wie ich gerade sagen wollte, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht, das gehört dazu. Wir haben zum Beispiel im Lockdown zu Beginn haben wir einfach mal die Bibliothek ausgesagt. Sonst stehen da immer die Gäste im Schloss herum, die waren dann weg, also haben das alle zusammengetan und jedes Buch einmal durchgeblättert. Der Strukturwandel, wie ich hörte, als ich hier vor einem Jahr landete, hat so einen schlechten Beigeschmack. Wandel, Strukturwandel, nennen wir es doch lieber Entwicklung. Ich muss sagen, da muss man nicht aus der Not eine Tugend machen. Ich finde Wandel was ganz Großartiges. Und so wie ich die Lausitz kennenlernen durfte, ist Wandel hier Daily Business seit 400 Jahren. Aus dem Spreewald wurde vom Sumpf ein wunderbares Naherholungserlebnis und eine wunderbare landwirtschaftliche Gegend. Unser Freund, der Fürst Pückler, hat aus der Sandwüste eine Oase gemacht. Jetzt fluten wir gerade Tagebauseen in den Menschenhände Arbeit, Bürgerstolz und Energie, Regionsstolz floss zu Natur- und Erholungslandschaften. Also wenn, ist mein Eindruck, jemand wandeln kann, dann diese Landschaft. Und machen wir doch aus dieser Landschaft zwischen Industriekultur und Parks und Schlössern das, was es ist, mit viel Stolz und Kraft, unser Kulturalleinstellungsmerkmal, nämlich diese Kulturlandschaft. Und das zu apostrophieren und immer wieder zu zeigen, ist keine Weisheit, die ich mir ausdenke, sondern die hier seit 400 Jahren geschieht und auf die wir jetzt, Achtung, stolz sein können und müssen und daran arbeiten und das ideenreich in allen Facetten, vom Schloss bis zum modernen Museum, bis zu den jungen Wilden in der Clubszene und den Gestaltenden hier rechts, einfach zusammen, mutig und gern wandelbar und immer wieder ideenreich angehen. Daran kann ich irgendwie nur hoffen und mit Ihnen zusammen drehen, ziehen, schieben und voranbringen. Denn das steht an der Tür zum Erfolg. Ziehen und schieben. Danke fürs Jung. Wild. Ich glaube, du bist jünger als ich. Ich denke, dass gerade die Subkultur, hier, also die Hochkultur und so, dazu kann ich nicht so viel sagen, das ist nicht mein Metier, aber ich denke, dass gerade die Subkultur eben dazu beiträgt, dass Herr Dr. Obermann Studenten hierher kriegt und auch, dass wir Lehrlinge hierher kriegen, dass wir Fachkräfte hierher ziehen. Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, dass wir die weichen Standortfaktoren hier einfach stärken und nicht alles in Industrie und Fahrradwege und sonst was stecken. Ja, wir haben heute die Kulturstaatssekretärin hier, Ministerin hier. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, ihr mal direkt zu sagen, was ihr von der Bundesregierung aus eurer Branche wünscht. Was könnt ihr
der Ministerin heute mit auf den Weg geben, was für die Kultur hier in der Lausitz und im Allgemeinen von Bedeutung ist. Ich habe lange überlegt, was ich da sage, dass ich ihn nicht als Klassenstreber darstelle. Aber ich muss sagen, und die Kulturstaatsministerin hat es ja dargestellt, es schwirrt einem ja der Kopf, was man so alles fördern, bedenken, vorantragen ist. Und das hat Philipp Gärtner schon angesprochen. Viele Wege werden immer komplizierter. Und wenn ich an EU-Förderung denke, dann muss ich sagen, graust mir, weil das ist so ein langer Weg, lieber Herr Weichert, Sie wissen das am besten, mit Interreg Gutes zu tun. Ich kann nur uns alle da aufrufen und die Bundesregierung, wenn das hier sein soll, versuchen Sie mit uns, den Kommunen und Ländern zu vereinfachen und Prozesse, Abstimmungsprozesse, Antrags-, Skizzenbeantragung, zweiter Förderantrag, dritte Bewilligung, vierter Nachreichantrag, man wird wirklich wahnsinnig und verliert irgendwann das Ziel aus den Augen. Bei den vielen Instanzen, Forderungen, Formen, Foren, Abstimmungen, Gremien, interministeriellen Arbeitsgruppen und ich weiß nicht was, lassen Sie uns versuchen mit Maß und Ziel, aber daran müssen wir auch alle arbeiten, zu vereinfachen, damit wir unsere Ziele aus den Augen nicht verlieren, ob der Wege, die dahinter stehen. Prinzipiell kann man aber nur sagen, liebe Bundesregierung und liebe Landesregierung, das sage ich, vielen Dank, da ist so viel getan und jetzt müssen wir wirklich, ich höre das immer wieder aus Österreich, die haben es schwer, ich sehe es bei den italienischen Freunden und Deutschland schon echt stolz sein, dass wir das so wuppen und dass wir das so hinbekommen, denn in vielen schwierigen Lagen fällt Kultur dann doch oftmals hinten runter und bei uns ist sie Gott sei Dank wichtig und groß in der DNA unseres wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens und bildet Identität und das ist schon ziemlich toll und das kann man auch immer wieder mal auch so sagen, bei aller Kritik und allen Problemen, aber das ist schon ziemlich toll. Punkt. Also wir wünschen uns, dass die Bundesregierung in unsere bestehenden Netzwerke das Geld investiert und uns nicht, wie beim Beispiel Lausitz-Festival, uns so eine komplette Struktur überhilft, die dann irgendwie von außerhalb kommt, sondern würden das gerne selber Ideen reinbringen, selber stemmen. Und zum Thema, jetzt vielleicht nochmal zum Thema Corona zurück, würden wir uns wünschen, dass wir vielleicht nicht mehr staatliche Anträge stellen müssen, sondern einfach einen staatlichen Auftrag kriegen, das und das, so und solche Streaming-Konzerte oder so durchzuführen und dann damit einfach einen berechenbaren Ablauf für die nächsten 3 Monate haben oder die nächsten 4 Monate haben und da eben arbeiten und auch zeigen, dass wir unsere Netzwerke eben auch erhalten können und erweitern können, im besten Fall. Danke. Vielen Dank. Bevor wir in die offene Diskussion gehen, hat natürlich Frau Dr. Grütters erstmal die Gelegenheit, auf die vielen Anregungen und Hinweise zu erwidern, Stellung zu nehmen. Vielen Dank. Ja, da habe ich auch das Bedürfnis dazu. Also ich möchte ganz kurz zu meiner Nachbarin nur ein Missverständnis klären mit den Ausfallhonoraren, weil Sie sagen, das haben Sie nicht bekommen dafür, dass Sie was absagen mussten. Das sind die sogenannten Einnahmeausfälle, also mit Ausfallhonoraren gemeint war. Wenn der Staat in seinen Theatern ein Ensemble hat, dann konnte er wegen der Krise das in die Kurzarbeit schicken. Und da haben die 65% plus X, je nachdem wie solvent der Arbeitgeber ist, natürlich weitergezahlt bekommen. Die freiberuflichen Künstler, die an denselben Häusern aber pro Abend verpflichtet worden wären, hatten gar nichts. Und denen wollte man von den 100% Gagen, die ja eingeplant waren in diesen Häusern, wenigstens 65% analog zum Kurzarbeitergeld auch geben. Und dafür hatten wir diese Ausfallhonorarregelung gemacht. Das ist es, was wir wollten und was ich finde, was der Staat diesen freiberuflichen Künstlern gegenüber auch
in der Pflicht gewesen wäre. Ich glaube, das hat man leider flächendeckend in Deutschland nicht gemacht. Ich höre von manchen Häusern, dass sie es tun, aber von mindestens genauso vielen, eher von mehreren, dass sie es nicht machen. Und dann wird immer von der Kommune, die diese Häuser in der Regel sind, es die Kommunen, die die Träger unserer Theater- und Musikhäuser sind, wird immer gesagt, das ist untreu, weil man ja jemandem Geld für etwas gibt, was er nicht leistet. Aber diesen Denkprozess hatten wir gerade auf die Beine gestellt und gesagt, nee, umgekehrt, ihr seid es ihnen schuldig, weil sie dürfen ja nicht auftreten. So, und das war ein mühsamer Akt und deshalb bin ich so enttäuscht, dass das vielerorts nicht gemacht wird. Wenn drei Spatenhäuser in Hannover oder in Stuttgart oder in Karlsruhe oder in Leipzig einfach ihre freiberuflichen Künstler nicht bezahlen, obwohl die ja auch nichts dafür können, dass die Veranstaltung abgesagt wurde, dann finde ich das ein Versagen des Staates. So. Und das hatten wir zu regeln versucht. Und der Bund, wir als Träger unserer Einrichtung, haben das in unseren Veranstaltungen natürlich flächendeckend getan. Das war mit Auswahlhonorar gemeint. Das, was Sie eben sagten, das sind Einnahmeausfälle. Wenn Sie etwas absagen mussten, pandemiebedingt, wo Sie mit Einnahmen kalkuliert hatten, dass, um weiterarbeiten zu können, dann fehlen Ihnen die Einnahmen, die sind also ausgefallen. Und das sind sogenannte Billigkeitsleistungen. Das darf eine Kulturministerin nicht bezahlen, das kann ein Wirtschaftsminister oder ein Finanzminister machen. Sogenannte Billigkeitsleistungen, etwas geben, weil Sie nicht da sind, was Ihnen an Einnahmen fehlt, um Ihr Jahresbudget zu machen. Wir dagegen können nur Gelder geben für etwas, was passiert. Selbst dann, wenn es erstmal im Lockdown hängen bleibt, wenn es ins Netz verlegt werden musste, wenn es eine Arbeit ist, die auf Halde produziert wird. Aber bei uns ist immer diese Leistung gegen Leistung, klingt ja ein bisschen hart, aber Sie verstehen, was ich meine. Ne? Wir dürfen nach dem System des öffentlichen Bundeshaushaltes eben nur Geld für etwas geben und für künstlerische Produktion. Und deshalb läuft das etwas anders. Und in Ihrem konkreten Fall war es so, Ihr Filmfestival bekommt 12.800 Euro im Jahr von uns und das haben Sie auch letztes Jahr gekriegt und das kriegen Sie auch in diesem Jahr. Nur das, was Sie dafür, dass Sie es nicht durchführen konnten, Teile geltend gemacht haben, das war bereits anderweitig gedeckt, die Kosten, und deshalb durften wir da nicht mehr mit einsteigen. Auch das ist eine Logik in der Bundeshaushaltsordnung. Wenn Sie das Geld von anderer Stelle kriegen können, muss man die Steuergelder, die hat ja auch meine Sekretärin und die Pflegerin im Krankenhaus mitverdient, die muss man dann behalten. Da sind wir dann der Öffentlichkeit gegenüber verpflichtet. Also es war kein böser Wille, sondern es war ein wohlbegründeter Vorgang. Ich wollte das hier nun gerade richtig stellen, weil mich schmerzt es immer, wenn ich überall höre, wir fallen durch jedes Raster. Nee, manchmal ist das nicht ganz so, sondern die Raster sind irgendwie vorgefügt und da passt man nicht rein und da muss man es anders machen. Oder es gibt eine Begründung dafür, dass mal ein Geld nicht ausgereicht werden konnte. Das macht es nicht besser, aber ich wollte nur die Begründung nachholen. Und dann haben Sie, Herr Gärtner, gerade gesagt, dass diese Gelder zu beantragen bei den Überbrückungshilfen wahnsinnig kompliziert ist. Ich habe gerne gehört, dass es beim Neustart etwas einfacher war. Wir arbeiten dann mit der Initiative Musik zusammen und mit der Club Commission. Denen haben wir in dem Fall die Gelder in die Hand gedrückt und gesagt, wickelt es in unserem Auftrag und in unserem Sinne ab. Und wir hören in der Tat von manchen unserer Partner, dass das reibungslos läuft. Und da bin ich auch heilfroh, weil die Clubs maximal betroffen sind. Man muss mal eins sehen, es hat eine große europäische Studie gegeben, da ist mal rausgekommen, dass der Kultur- und Kreativsektor maximal mit einem Minus von 31% im Umsatz im Verhältnis zu normalen Zeiten betroffen ist. Und es gibt nur eine einzige Branche europaweit, die genauso stark, nicht mal stärker, genauso stark betroffen ist, die Luftfahrt. Luftfahrt und Kreativwirtschaft sind die am meisten betroffenen Branchen von dieser Pandemie und mit einem Minus von 31%. Selbst Tourismus und Gastronomie haben nicht so hohe Einbußen wie diese zwei Sektoren. Und innerhalb der Kreativwirtschaft ist es natürlich naheliegenderweise der darstellende Bereich, der mit minus 90% am stärksten weltweit von der ganzen Krise betroffen ist. Und ich will das noch mit einem Beispiel toppen, was ich ganz wichtig finde, dass man sich das mal so veranschaulicht. Zahlen sind ja immer abstrakt.
Aber hinter zum Beispiel den darstellenden Künsten stecken ja Musik- und Theaterverlage, die die Rechte verwalten, der Autoren an ihren Werken und die ganz haptisch die Werke zum Einstudieren verleihen und wieder zurücknehmen in ihre Depots. Das ist ein Geschäft, was in diesem Muster seit 250 Jahren funktioniert. Und von den weltweit 5 größten Musiktheaterverlagen sind 3 in Deutschland. Einer davon, der Schott Musikverlag in Mainz, ist so alt wie Beethoven. Beide hätten im vergangenen Jahr 250. Jubiläum gehabt. Beide Jubiläen hätten wir feiern wollen, für beide hatten wir Geld. Für beide gab es viele schöne Auftritte, beide sind der Pandemie zum Opfer gefallen. Und da bin ich, der Schott Verlag ist nach wie vor im Übrigen auch in Familienhand. Einer der bedeutendsten weltweit, verwaltet die Rechte von Beethoven, von Richard Wagner, von Schostakowitsch, von vielen anderen. Und ich bin dann im Juli hingefahren, als wir hörten, dass es den wirtschaftlich wirklich existenziell bedrohlich schlecht ging. Und wir haben dann Hilfen für diese Verlage, Gott sei Dank, designen können, die uns vom Rechnungshof genehmigt wurden und die wir ausreichen konnten, weil der Schott Verlag hat mir erzählt, dass der Hansa Strecker ist der Chef da, dass sie in 250 Jahren ihrer Existenz hat es keinen einzigen Tag gegeben, an dem nicht irgendwo auf der Welt Beethoven gespielt worden wäre, außer im Jahr 2020. Es hat selbst während der 2 Weltkriege keinen einzigen Tag gegeben, an dem nicht irgendwo wirklich diese Musik zu Gehör gebracht worden ist, außer im Jahr 2020. Und ich finde, dieses kleine Beispiel macht das Ausmaß dieser Naturkatastrophe deutlich. Wir reden in Zahlen und wenn man Glück hat, ist die Familie und man selber von diesem Virus noch nicht betroffen gewesen. Wir alle kennen ja inzwischen in unserem Umfeld genügend Fälle. Und trotzdem ist das eine ganz nah an einem dran, weil jeder von uns, glaube ich, auch persönlich und privat Opfer bringt. Vom ganzen Lebensstil her ist das ja wirklich eine Bedrohung unseres Lebensmodells, was wir gerade erleben. Aber wenn man das mal so anschaulich macht, kann man das Ausmaß der Schäden vielleicht ein bisschen ermessen. Und wie gesagt, man muss das lernen. Auch wir bei BKM machen Lernkurven durch, weil wir gewohnt sind, wie ich glaube, sehr professionell mit friedlichen Normalzuständen umzugehen. Und jetzt müssen wir aber den unnormalen Zustand abfedern. Und da passieren, glaube ich, relativ viele Dinge, die im Verlauf des Prozesses ja auch nachjustiert worden sind. Und dieser Fall Schott Verlag, finde ich, macht sehr anschaulich, mit was für einer tiefgreifenden Bedrohung wir gerade kämpfen müssen. So, das Festival des osteuropäischen Films ist im Übrigen das Muster, weshalb wir sie mit 12.800 Euro im Jahr zumindest auch bundesseitig, denn Bundesgelder zu holen, wenn eigentlich die Länder und Kommunen zuständig sind, bedeutet immer, wir haben vorher anerkannt, dass es sich um einen national bedeutsamen Spezialaspekt ihres Filmfestivals handelt und deshalb macht der Bund da eben mit. Was Sie gesagt haben, auch Herr Körner nochmal, dass diese Hilfen häufig so schwierig zu beantragen sind, Sie haben das Wort Europa dabei in den Mund genommen, wissen wir. Es gibt Häuser, die stellen Leute ein, nur dafür, dass sie ihnen bei europäischen Andockstellen Anträge bearbeiten. Also die Charité und große Kulturhäuser haben Fachpersonal, nur um Anträge in Europa zu stellen. Weil das so kompliziert ist und weil man immer mehr als einen, meistens sogar 2 Partner aus anderen Ländern braucht und weil das nicht nur nicht banal ist, sondern mühsam. Aber wenn es dann klappt, gibt es Geld. Deshalb haben wir bei unserer EU-Ratspräsidentschaft, das war in der 2. Hälfte des vergangenen Jahres, war ja Deutschland dran, mit der Maria Gabriel, das ist die Kulturkommissarin der EU, verabredet, dass wir eine App designen und finanzieren, die diese Antragstellung für den Kulturbereich super doll vereinfacht und mit einer tatsächlich zentralen Helpdesk-Stelle versehen ist, um durch diesen Dschungel besser durchzukommen. Weil was haben wir davon, wenn wir die schönsten Hilfen uns ausdenken und Gelder geben und keiner bekommt sie, weil er auf der Hälfte der Antragstellung scheitert. Also da sind wir dran, das ist erkannt, auch wenn es immer noch nicht gut ist. Und dann fand ich jetzt wichtig, was Sie gesagt haben, dass wir in bestehende Netzwerke investieren sollen, das Reizwort-Lausitz-Festival fiel. Wir sind da gebrannte Kinder, arbeiten gerne an dem, was das Parlament uns aufträgt,
aber ich habe eine große Sympathie für bestehende Netzwerke. Und last but not least möchte ich hier nur sagen, also das war nur eine Andeutung dafür, dass wir auch manchmal Getriebene sind. Also wenn im Bundestag Erwartungen geäußert werden, dann arbeiten wir die brav ab, auch wenn wir als Ministerium das manchmal anders machen würden. Und deshalb glaube ich, ich habe verstanden, was Sie meinen. Ich möchte noch, weil hier ja auch kommunale Verantwortungsträger in der Nähe sind, sagen, ich hoffe immer, dass am Ende dieser Krise, wenn der Kassensturz auch in den kommunalen Haushalten gemacht wird, der nicht zulasten der Kultur geht. Das ist eine Sorge, die wir all überall haben. Deshalb hat der Bund die Kommunen schon letztes Jahr um zweistellige Milliardensummen entlastet, durch Übernahme zum Beispiel von Gewerbesteueranteilen, um diesem Mechanismus zuvorzukommen, damit nicht die freiwillige Leistung Kultur die erste ist, die geopfert ist, wenn die Kommunen sagen, wir haben nach der Pandemie nicht mehr genug Geld. Und da fand ich es ein fatales und schlimmes Signal, dass die wohlhabende Kommune München im vergangenen November bereits als erste öffentlich und ganz bewusst öffentlich angekündigt hat, sie wird wie ein Rasenmäher mit -6% über alle Haushaltsanteile gehen. Das trifft die Kultur relativ gesehen viel stärker als andere großflächige Bereiche. Und das fände ich einen Flurschaden, der noch schlimmer wäre als das, was wir im Moment im Verlauf dieses Lockdowns abzufedern versuchen. Also da müssen wir, glaube ich, alle dran arbeiten. Man verliert viel mehr, als man spart. Und wir können nur appellieren, ich habe ja kein Durchgriffsrecht, mache regelmäßige Runden mit dem Deutschen Städtetag, werbe dort für Ausfallhonorare und dafür, dass sie nicht im Kulturhaushalten kürzen sollen, helfe ihnen, Lücken zu decken, indem wir das privatwirtschaftliche Kulturengagement vor Ort, Kinos, Galerien, Festivals, Buchhandlungen und so weiter, ja alle durch die Krise schleppen, damit das die Kommunen nicht auch noch tun müssen, damit sie beweglich bleiben für das, was ihre ureigenste Aufgabe ist. Sollen wir jetzt mal Fragen einholen? Ich danke ganz herzlich den drei auf dem Podium, die sich jetzt wieder hinsetzen. Ich kann natürlich auch sagen, Frau Dr. Grütters, dass also Herr Weichelt und ich da in engster Zusammenarbeit dafür sorgen, dass der Kulturetat der Stadt Cottbus nicht unter der Corona-Krise leidet. Ja, richtig, ich habe ja den richtigen. unser aller Ohr. Damit ist die Fragerunde eröffnet. Wir haben. Ja. Wir sitzen auf dem gleichen Flur. Wir sehen uns regelmäßig. Die Fragerunde ist eröffnet. Wir haben in der Mitte des Saals ein Mikrofon. Da alle das gleiche Mikrofon nutzen, bitte ich bei der Frage, die Maske aufzulassen. Ich glaube, das ist angemessen in dem Fall. Und wir haben die erste Wortmeldung. Bitte schön. Anne-Kathrin Otto von der Wilden Möhre. Ah, Sie vom sind Wilde Möhre Festival. Ich dachte, ich fange direkt mal an, weil Herr Schirak auch mit uns angefangen hatte. Mein Kollege Alexander Detke ist heute bei der Stadtverordnetenversammlung in Drebkau und ich bin heute hier. Ich habe einen Spickzettel mitgebracht. Ich hoffe, Sie verzeihen mir. Vielen Dank für Ihre Arbeit erstmal. Ein bisschen Schleim, aber ist ernst gemeint. Wir kriegen auch Gelder über Neustadt Kultur und es funktioniert alles wunderbar. Ich habe einen Summen auf dem Ohr, so höre ich das nur? Oder? Das geht, wir hören Sie. So ist es besser, ne? Ein bisschen weiter wegstehen. Das Wilde Möhre Festival, ich weiß nicht, ob Sie uns kennen, deswegen erzähle ich mal ganz kurz. Es gibt uns seit 2014. Wir haben zwischen 6.000 und 7.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Platz. Vor Corona-Zeiten natürlich. Letztes Jahr waren wir eins der wenigen Festivals in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit, was tatsächlich den Mut gehabt hat, trotzdem Festival anzubieten. Wir hatten das einfach auf 5 Wochenenden verteilt, 1.000 Personen. Es war ein heftiger Ritt für uns alle, für alle Mitarbeitenden. Wir sind fest 20 Personen und zu Festivalzeiten über 300 Personen, die mitarbeiten. Wir haben 3 Monate dort gelebt, alle auf dem Festivalgelände. Und
waren von Wochenende zu Wochenende immer erleichterter, aber auch die Spannung stieg trotzdem und wir waren völlig fertig mit den Nerven, auf gut Deutsch gesagt, und waren überglücklich, dass wir es geschafft haben. Unser Hygienekonzept hat sich bewährt und war sehr gut. Es hat sich niemand angesteckt bei uns tatsächlich. Und wir haben auch Besuch gehabt von vielen anderen Festivals, von auch größeren, wie die Fusion zum Beispiel, die, glaube ich, eine der größten ist, die sich inspirieren lassen haben von dem, was wir da machen. Ja, das war unser 2020. Was wir außerdem noch vorhaben, ist ein Projekt Wilde Zukunft. Das wollen wir ab diesem oder nächsten Jahr angehen. Da gehen wir noch weiter in die Breite mit unserem Angebot und gehen in den Bereich Tourismus und Bildung, um mehr Arbeitsplätze zu generieren, die in der Region sind, in der Lausitz. Und natürlich auch das kulturelle, touristische Angebot zu erweitern. Was da natürlich sehr positiv bei rumkommt, sind durch die Arbeitsplätze viele junge Leute bleiben da. Wir haben jetzt schon Mitarbeitende, die wirklich sagen können, wenn wir nicht bei der Wilden Möhre arbeiten würden, würden wir nicht hier leben, würden wir in Berlin oder Leipzig leben. Wir haben sogar Mitarbeitende, die aus Süddeutschland in die Lausitz gezogen sind. Also ja, das wollen wir doch ein bisschen, das wollen wir einfach forcieren, dass sowas passiert. Und möchten auch dazu beitragen, dass die Strukturentwicklung, und ich bin da auch lieber beim Wort Strukturentwicklung, was Positives wird und gelingt, indem wir unser Angebot verbreitern. Genau. Dann geht es ja auch darum, was brauchen wir? Es wurde vom Arbeitskreis Festivals, der Clubkommission, der Livecom, einen Brandbrief geschrieben im März. Das sind vielleicht Themen, bei denen Sie gar nicht intervenieren können, die gar nicht Ihre Abteilung betreffen sozusagen auf Bundesebene. Ich will es trotzdem nochmal die wichtigsten Punkte sagen. Vielleicht können Sie ja hier und da in Gesprächen auch was erwirken. Ja. Das zum einen wünschen wir uns, dass festgelegt wird, ab welcher Inzidenz wie viele Personen auf welchen Flächen, also dass wirklich Flächen definiert sind, auf so und so viel Quadrat, auf ein Quadratmeter dürfen so und so viele Personen sein, im Innenbereich, im Außenbereich. Also dass diese Dinge festgelegt werden, damit wir mehr Planungssicherheit haben. Und zum anderen auch wurde schon im Januar im Brandenburger Landtag ein, jetzt fehlt mir das Fachwort, Entschlusspapier, glaube ich heißt es, verabschiedet, in dem es darum geht, dass wenn Festivals ausfallen müssen durch Corona, ja, dass das gepuffert wird durch das Land Brandenburg. Denn wie Sie vielleicht auch wissen, steht ja im Koalitionsvertrag des Landes Brandenburg, dass Brandenburg Festivalland ist und das auch bleiben möchte, sicherlich. Ja. Ja, das sind die zwei wichtigsten Dinge, die wir uns wünschen, um Planungssicherheit zu haben. Sie machen also Rock- und Popmusik, Techno sind ein Tanz- und Musikfestival, ja? Genau. Weil Sie Fusion erwähnt haben und ja, live kommen. Also also elektronische Musik im größten Teil. Wir haben aber auch Bands, andere Bands. Also ich finde es toll, dass Sie das letztes Jahr mutig gemacht haben. Ja. Ich freue mich über jeden, der den Mut hat, das zu tun. Wirklich, ich habe jetzt auch die Berlinale Veranstalter und die bei uns in Bayreuth ermutigten, gesagt, bitte mit gutem Beispiel voran und bei der Stange bleiben. Alleine, weil das ja auch ein Stück weit Zuversicht ist. Und wir haben nämlich letztes Jahr Bayreuth früh absagen müssen, weil das sonst sehr teuer geworden wäre, wenn wir das kurzfristig abgesagt hätten. Aber dann waren wir eifersüchtig, dass Salzburg stattgefunden hat. Und das ist jetzt aus dem Zuständigkeitsbereich von uns. Sie dagegen machen privat
veranstaltetes Techno-Musik-Festival und ich freue mich über jeden, der antritt, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass wir das alle brauchen, nicht nur die ausübenden Künstler, sondern auch das Publikum und auch die Menschen, selbst wenn sie nicht zum Publikum gehören, die mitbekommen, es gibt diejenigen, die zuversichtlich sind und es hat am Ende Beweis auch keine Ansteckung gegeben und das haben wir ja immer gesagt und ich glaube, wir müssen diese Hoffnungszeichen einfach weiter sagen. Ich sage das in einer Zeit, in der gerade noch vor zwei Tagen die Bundesnotbremse in Kraft getreten ist, weil wir uns mitten in der dritten Welle eines wirklich schlimmen Infektionsgeschehens befinden. Aber gleichzeitig haben wir ja alle die Hoffnung, dass das Impfen zunimmt und dass wir tatsächlich, inzwischen sind 25% zum ersten Mal geimpft, dass wir tatsächlich, dass das jetzt so Fahrt aufnimmt, dass das auch nicht linear ansteigt, sondern dass das jetzt sprunghaft ansteigt, also das Geimpftsein und dass natürlich auch die Rahmenbedingungen gut sind. Jetzt sagen Sie, Sie brauchen bei den Öffnungsbedingungen Planungssicherheit. Ja, die hätten wir auch alle gern. Das Problem ist, dass wir immer mit Plan A, B, C rechnen und immer den Worst Case, was das Finanzielle angeht, sozusagen zu dem Fall machen, an dem wir entscheiden, sagen wir es ab oder lassen wir es dran. Können wir uns den Worst Case leisten? Wenn tatsächlich im August die fünfte Welle rollen würde, würden wir denn dann trotzdem das Geld, was dann fällig würde beim Absagen, noch bei uns in der Kasse sein, ja oder nein? Und dann entscheiden wir, ob wir uns zutrauen, die Planung vorzuschreiben, weil der Vorlauf mit mehreren Monaten uns ja alle erdrückt. Das ist bei Kulturveranstaltungen ja so, dass man nicht aus dem Stegreif arbeitet. Und deshalb sind wir alle in diesem Dilemma. Und wir können Ihnen natürlich diese Planungssicherheit im Moment nicht geben. Deshalb gibt es einen Sonderfonds von 2,5 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Den hat der Olaf Scholz erst immer noch bei sich im Finanzministerium liegen und wirkt seit 5 Monaten daran herum, unter welchen Umständen er das über wen an wen geben soll. Dahinter steckt die gute Absicht, tatsächlich sollte es eine vierte oder fünfte Welle geben und wir in diesem Herbst 2021 schon wieder was absagen müssen, was dahin verlegt worden ist oder auch regulär da stattfindet, dass man dann den Veranstaltern wenigstens einen großzügigen Abschlag dafür zahlt. Aber die sind noch immer nach 5 Monaten überlegen, sie tun das leider auch ohne die BKM, wir haben inzwischen viel Fachwissen, drängen uns denen regelrecht auf. Noch arbeiten sie hinter den Kulissen und verheben sich offensichtlich. Die wissen noch nicht einmal, für wen das Geld sein soll, wer es unter welchen Umständen kriegt, wie viel davon. Und vor allen Dingen wissen sie nicht, wer das verteilen soll. Wie gesagt, wir haben ja inzwischen super gute Erfahrungen damit. Und ich bin zuversichtlich, irgendwann werden sie bei uns an der Tür klopfen und sagen, könnt ihr uns nicht doch helfen. Dann werden wir das nach bestem Wissen für Sie so organisieren, dass das Geld ankommt. Wir haben ja jetzt schon Ende April und das ist für diesen Herbst gedacht, das Geld, 2,5 Milliarden. Das sind übrigens die Einnahmeausfälle, die Sie meinten. Wenn man unter Pandemiebedingungen zwar einen Film im Kino zeigen kann, aber nur halb so viele Besucher rein dürfen, wie Plätze drin sind, weil wir immer noch unter Infektionsschutzauflagen leiden, dann soll dieses Geld kompensatorisch auch für solche Veranstalter und die freien Plätze sein. Oder wenn, wie in Ihrem Fall, etwas komplett abgesagt werden muss, was wenige Wochen vorher noch nicht absehbar war. Mehr kann ich Ihnen dazu im Moment nicht sagen. Und wie gesagt, wenn die schlau gewesen wären, hätten Sie uns ja schon vor einem halben Jahr um Hilfe gebeten. Ich fürchte, Sie kommen demnächst damit um die Ecke. Und dann werden wir das für Sie noch irgendwie regeln. Genau, also Wilde Möhre Festival. Ich habe es mir aufgeschrieben und Sie gehören in unsere Festivalförderung. Dankeschön. Vielen Dank. Die zweite Frage. Schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr. Ich glaube, das geht uns allen so. Lars Schabers ist mein Name. Ich bin vom Institut für Neue Industriekultur. Das ist keine Hochschuleinrichtung, sondern eine private Gesellschaft, die wir mit 8 Absolventen der hiesigen Universität 2005 im Buchwasser sozusagen der hiesigen IBA gegründet haben und mit Unterstützung von der damaligen Kulturministerin Brandenburgs, Frau Professor Johanna Franke.
Und wir machen Nachnutzungskonzepte für alte Industriegebäude, für Industriedenkmale. Hier in diesem Fall waren wir nicht aktiv. Wir machen Ausstellungen zum Thema Industriekultur, also eine ganze Reihe. Und dadurch, dass wir breit aufgestellt sind, leiden wir nicht ganz so sehr unter den Corona-Folgen, weil im Bausektor die Dinge im Moment übermäßig laufen. Genau. Ich möchte aber gerne versuchen, nochmal diesen zweiten Teil des Themas, das wir uns heute hier vorgenommen haben, anzusprechen, und zwar den Strukturwandel. Weil ich glaube, dass wir, wenn wir aus dieser Corona-Krise rauskommen, dann die nächste Herausforderung wieder noch stärker vor Augen haben als im Moment, nämlich welche Rolle Kultur tatsächlich spielt bei dem Strukturwandel in der Lausitz. Und ich möchte ein bisschen provozieren, ich glaube, dass das nach wie vor völlig unterschätzt wird, was man in Kultur, in so einer Industriekulturgegend tatsächlich erreichen kann. Viele der Berater, die in den letzten Jahren hier waren in der Lausitz, sagen, kommen Sie mal nach Nordrhein-Westfalen, kommen Sie mal ins Saarland, da sehen Sie das, das stimmt auch. Aber ich kann genauso gut auch nach Oberschlesien gehen, da gibt es einmal im Jahr diese 100.000 Besucherveranstaltungen Industrialer, oder ich kann nach Pilsen gehen, in die wunderschönen Industriekulturstätten, die infolge der Kulturhauptstadt dort entstanden sind. Oder ich kann auch noch weitergehen in den osteuropäischen Raum. Deswegen kann ich den Hinweis geben, sehr gut, dass wir vor allem auch nicht osteuropäischen Film, sondern osteuropäischen Erfahrungsaustausch anstreben sollen. Also, wenn Kultur tatsächlich vielleicht sogar der Innovator ist, also das Instrument, das ich in diesen aussichtslosen Zeiten brauche, um wirklich neue Möglichkeiten zu eröffnen, dann würde ich mir wünschen, dass unsere beiden Bundesländer in der Lausitz das Thema noch viel stärker nach vorne spielen. Ich kann es auch vielleicht etwas konkreter machen, meine Kritik. Also wenn ich mitbekomme, dass das Vorhaben der Löwe beispielsweise von einem hochkarätigen Kulturgremium eigentlich vorgeschlagen worden ist, noch stärker über den Arm einzufördern und dann in dem ersten Call von der interministeriellen Arbeitsgruppe des Landes nicht angenommen wird, dann kann man da vielleicht ein Auge zudrücken. Aber wir würden uns sehr, sehr wünschen, wenn das tatsächlich nach vorne gespielt wird. Also dieser subsidiäre Ansatz, dass man unten versucht, Kriterien aufzustellen, Projekte nach vorne zu spielen, dann würde ich mir wünschen, dass das auch ganz doll ernst genommen wird und wir uns damit auch durchsetzen können. Aber ich habe tatsächlich auch drei Vorschläge vielleicht, damit ich hier nicht irgendwie als der Mecker erscheine, was nach vorne geht. Einmal wäre meine Vorstellung, Sie haben ja eben vom Lausitz-Festival gesprochen und wir haben auch mit Daniel Kühle von unserem Institut ausgesprochen, mit unseren Partnern, die wir in der Lausitz haben. Ich dachte, wenn dieses Inkult-Förderprogramm, Frau Staatsministerin, was wird, ne, worauf wir alle warten, das Inkult-Förderprogramm zur Industriekultur von Ihrem Hause, das in § 17 Teil 1, glaube ich, verankert ist, vom Abend 2, hey, ich habe mich aus. Und wenn man das koppeln könnte mit den Städten des Lausitz-Festivals, noch viel mehr. Das heißt also, das Lausitz-Festival zum Marketinginstrument für Industriekulturorte macht. Also im letzten Jahr war hier im Cottbus Abishai Cohen aus New York und hat Jazz gespielt in einem alten Industriehanger in Cottbus. Genau das meine ich. Das wäre super, wenn man das stärker koppeln könnte. Eine Idee. Die andere Idee, was ich ja ganz toll finde, ist der Kulturplan, der im Moment geschrieben wird. Das MBFK hat, glaube ich, mit Mitteln auch aus ihrem Hause über ein Jahr lang mit zwei, wie ich finde, hervorragenden Beratungseinrichtungen, die nicht aus der Lausitz kommen, sondern aus München, uns alle eingeladen, über eine strategische und dann auch operationalisierbare Kulturzukunft der Lausitz nachzudenken. Aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, wie es eigentlich weitergeht, wenn der Vertrag abgeschlossen ist. Natürlich denken wir alle darüber nach, wie kann das aussehen, aber wir brauchen, glaube ich, über diese Leute, die uns helfen, richtige Excel-Tabellen zu stellen und die uns helfen, die richtigen Banken zu finden und die uns helfen, die richtigen Rechtsanwälte zu finden, auch Fachberater, die im Kulturbereich den Herrn Gärtner, der Herr Körner braucht das glaube ich nicht so sehr, aber die privatwirtschaftlich Aktiven tatsächlich fachlich auch zu betreuen, um uns weiterzuhelfen. Das wäre also vielleicht so etwas wie eine Fortsetzung aus dem Kulturplan. Und das Letzte, was ich mir notiert habe, ist die Überlegung, ob man sowas Tolles wie diesen Wettbewerb kultureller Heimat, war das auch Mittel vom BGA? Ich weiß nicht, das war so ein Prozess, wo man genau die abgeholt hat, die vielleicht gar nicht wissen, wie Strukturwandelförderung funktioniert. Also man hat nicht gewartet, bis jemand kommt und sich bewirbt, sondern man hat gesagt, wir haben einen Wettbewerb, macht da mit. Und der war sehr, sehr niedrigschwellig, was die Förderbedingungen angeht, die man erfüllen muss, wenn man Antragsteller war. Und das wäre toll, wenn wir da noch einen zweiten Call haben. Das wäre gut für die Kultur. Und wie gesagt, ich glaube, dass das tatsächlich bisher noch etwas politisch unterschätzt wird, was Kultur kann als Innovator in Strukturwandel sein. Super. Darf ich da direkt was zu sagen? Das war ja jetzt auch ein längerer Beitrag. Und das Thema Struktur, und ich höre schon, hier ist ein Profi,
Aber tatsächlich arbeiten wir natürlich dran, diese Mittel, diese 29 Milliarden, die dann in diesem Bereich bis 2038 ausgegeben werden sollen, die da ringen ja unterschiedliche Ministerien drum. Die möchten ja alle ihren Kuchen davon haben. Und zwar nicht, weil sie vor Ideen sprühen, was sie noch zusätzlich zum Alltag machen könnten, sondern weil sie die Erwartung haben, ich bin jetzt ein bisschen gemein, dass sie damit ihre Pflichtaufgaben ja finanzieren können. Und das finden wir falsch. Also wir denken immer, es muss dann etwas Zusätzliches sein. Und wir haben, leben ja fast nur davon, dass wir Ideen verwirklichen, also Neues machen. Und eben hatte der Herr Gärtner nämlich auch nochmal gesagt, den New Deal. Ich glaube ja immer, dass wir nach der Pandemie schlauer sein müssen als vorher und auch nicht mehr andocken können und werden da, wo die Pandemie mal begonnen hat, sondern dass man um einiges an Erfahrungen satter auch den Mut haben muss, herkömmliche Wege in Frage zu stellen und andere an die Stelle zu stellen. Also nicht weniger zu machen, sondern mehr, aber vielleicht einiges anders. Und das fasse ich immer so unter dieses, vielleicht brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag für die Kultur. Das meine ich jetzt nicht wörtlich, dass wir uns hier vertraglich verständigen, aber bei uns war etwas ganz wichtig, was Sie gerade gesagt haben, nämlich der subsidiäre Ansatz. Unser Förderprogramm Neustart Kultur, dass ein kleines Haus wie unseres mit 400 Mitarbeitern unter super schweren Bedingungen, es sitzen 70-90% im Homeoffice, in der Lage ist, statt 2 Milliarden, 4 Milliarden zu verwalten, von denen die Hälfte davon so schnell wie möglich auf bisher völlig unbekannten Wege an notleidende Künstler draußen ausgegeben werden muss. Und die Angela Merkel manchmal dem Peter Altmaier sagt, nimm dir doch ein Beispiel an der Monika, das funktioniert bei denen ja ganz gut, dass das Geld auch wirklich ankommt. Dahinter steckt ein Erfolgsrezept, was wir vorher auch nicht wissen konnten, nämlich, dass wir ganz systematisch mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet haben. Dass, als es die erste Milliarde und dann die zweite gab, wir gesagt haben, das können wir operativ mit 400 Leuten nicht machen. Wir haben ja in weniger als 5 Monaten 60.000 Anträge sind ja bearbeitet worden in Deutschland. Und bewilligt und durchschaut und das mit Juries, sagen wir, die Unabhängigkeit der Kunst ist uns auch in der Pandemie super wichtig. Ja? Deshalb mussten solche Gremien da rein, die nicht wir in der Politik sind. Und dass das so funktioniert, das liegt nur daran, dass es ein unausgesprochenes Einvernehmen zwischen uns und diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren gibt, denen wir so weit vertrauen, dass wir ihnen unser Geld in die Hand drücken, sagen, wir machen gemeinsam die Kriterien, wir lassen uns das absegnen vom Rechnungshof und vom Finanzministerium, aber wir vertrauen euch, dass ihr es dann angemessen ausgibt. Am Ende halte ich übrigens für jeden Verwendungsnachweis den Kopf widerlegen. Und wir müssen in 2 Monats Abstand dem Haushaltsausschuss Bericht erstatten und Zahlen liefern und Monitoring machen. Aber dass das funktioniert, liegt an diesem subsidiären Ansatz. Nicht noch so gut gemeinte Sachen über die Köpfe der wirklich Betroffenen und ihren Bedürfnissen hinweg, nur weil man sie nicht so genau kennt, sondern mit ihnen, gemeinsam. Und das war, was Herr Gärtner eben auch sagte, wir sollten in die bestehenden Strukturen investieren und nicht neue erfinden. Und beim Lausitz-Festival mit den 4 Millionen, die es dafür gibt, ist ja jetzt der 3. Probelauf und der ist ja schon sehr viel partizipativer im Ansatz als die ersten 2. Insofern glaube ich, da gibt es durchaus eine Bereitschaft und auch den Mut. Wissen Sie, in der Politik sitzen viele Leute, die haben auch Angst davor loszulassen, weil sie wissen, dass sie am Ende dafür gerade stehen müssen. Schließlich reden wir über Steuergelder. Aber ich finde immer, draußen sind die Menschen mindestens genauso klug wie die, die es irgendwie mal in dem Parlament geschafft haben. Entschuldigung. Das gilt für uns alle. Und eigentlich tut dieses Verfahren auf Augenhöhe einem ja auch gut. Und wir haben das jetzt hier einfach mal sehr streng, sehr intensiv, sehr großflächig durchpraktiziert. Da soll uns später nochmal jemand sagen, das geht so nicht. Es geht ganz gut so. Und ich hoffe, dass wir etwas aus dieser Pandemiezeit in die Zeit danach wieder retten können. Und das Input-Programm, kann ich Ihnen versprechen, haben wir ja nicht deshalb erfunden, weil wir es gleich wieder einkassieren wollen. Sondern wir hoffen, dass es gut läuft und uns bestärkt. Und wenn es gut läuft, dann kann BKM auch wieder mehr Gelder aus den großen Töpfen abzweigen. Und eigentlich waren wir darin bisher immer ziemlich gut. Und der Kulturplan, das gilt dafür auch. Und was die Fachberater angeht, da bin ich ganz bei Ihnen. Wir machen
kleiner Exkurs, passt aber dazu. Wir haben mehrere hundert Millionen Euro nur für Digitalisierungsprogramme und festgestellt, dass in der Kultur der ach so avantgardistischen Branche nicht so ein wahnsinnig breites Wissen darüber ist, was man im Einzelnen machen kann und müsste. Und auch das, die sind auch nicht alle automatisch technikaffin, übrigens ich auch nicht. Ich bräuchte die Beratung auch. Deshalb wir angefangen haben, Beratung bereitzustellen. Was könnte denn deiner Galerie, deinem Kino, deinem Verlag, deinem Festival nützen, wenn ihr digitalisieren würdet? Und das fängt bei der Beratung an, bis hin zum Ankauf von Hardware oder dem Programmieren von Plattformen für die eigenen Bedürfnisse. Und so ähnlich müsste dann auch eine Fachberatung auch ehrlicherweise für andere Bereiche angeboten werden. Wir haben zusammen mit dem Wirtschaftsministerium den Bereich Kultur und Kreativwirtschaft und da gibt es diese Helpdesks, die wir an mehreren Stellen für die Kreativpiloten, für Leute, die Startups machen wollen, für solche, die gute Ideen haben, die in die Praxis transportiert werden müssen. Für diese Ausgründungen haben wir spezielle Beratungseinrichtungen in verschiedenen Städten ganz bewusst wirklich aus diesem Topf zwischen Wirtschafts- und Kulturministerium finanziert für Menschen, die wirklich mit der Kultur für die Region oder für ihre eigenen Bedürfnisse auch geschäftsmäßig etwas machen wollen. Das gibt es bereits, aber vielleicht muss man das auch noch mal ein bisschen mehr ausbauen. Also man soll sich nicht scheuen, sondern weitermachen und ich hoffe, dass jetzt haben wir auch noch eine Bundestagswahl, dass es da nicht eine Zäsur gibt, sondern dass das Wissen im Haus, das hängt ja nicht von der Leitung ab, sondern das ist ja breit im Haus vertreten, dass dieses Wissen dann auch wirklich in was wir in diesen 2 Jahren gelernt haben, in die nächste Zeit gerettet wird, auch wenn man dafür neue Wege gehen muss und das ist immer ein bisschen unbequem. Aber bei uns im Haus gibt es eine riesen Motivation. Ne? Wer Samsung weiß, dass die Leute arbeiten wirklich im Akkord. Und das machen die nicht für sich, sondern aus Zuneigung auch zu der Klientel, die sie ja sonst in normalen Zeiten auch betreuen. Herzlichen Dank. Vielleicht zur Klarstellung, ich sitze in keinem Parlament, aber ich möchte durchaus in eins rein. Ich möchte in eins rein, das ist korrekt. Sie tun es mit der notwendigen Demut von denen Sie anschließend dienen wollen. Das werde ich tun. Die Zeit ist etwas fortgeschritten. Wir haben weitere Wortmeldungen. Ich weiß nicht, wie viele wir noch zulassen können. Das bestimmen Sie, Frau Dr. Grütters. Als nächstes Herr Apel. Ich fasse mich kurz. Mein Name ist Michael Apel. Ich bin Geschäftsführer der Spremberger Kino- und Kultur GmbH. Und wir haben Novemberhilfe bekommen, wir haben Dezemberhilfe bekommen, wir haben Überbrückungsgelder bekommen, wir haben von der FFA Förderung bekommen und die Stadtverordneten der Stadt Spremberg haben in großer Einmütigkeit durch alle Fraktionen einen sehr, sehr hohen Geldbetrag im Haushalt für dieses und das nächste Jahr bereitgestellt, falls wir in finanzielle Turbulenzen kommen sollten. Alles gut, deshalb möchte ich nicht weiter über das Kino sprechen. Für uns entscheidet sich natürlich auch, wie die Verleihe durchkommen. Ich will darauf nur kurz hinweisen, also es geht nicht nur um die Kinos, es geht um die Produktionsfirmen und natürlich auch die Filmverleiher. Ich möchte ein ganz anderes Thema ansprechen, vielleicht ein bisschen dem Philipp zu widersprechen, weil er keine neuen Strukturen will. Ich möchte eine Lanze sprechen für die kleinteilige Förderung. Sie haben so ein schönes Programm, den Kultursommer, und da haben Sie gesagt, die Landkreise dürfen und die kreisfreien Städte dürfen beantragen, die kreisgebundenen Städte nicht. Und ich kann das ja verstehen, weil der ganze Aufwand ist viel zu groß und deshalb fördert man lieber die großen Klopse oder die großen Projekte, die großen schönen Projekte, die Hochkultur. Und je kleiner die Beträge werden, desto weniger macht man das. Und so läuft die Diskussion nicht nur bei Ihnen und die Entscheidung, sondern sie läuft auch beim Kulturplan Lausitz in der Debatte. Und wir arbeiten da ja verschiedene Kollegen mit in verschiedenen Gruppen und es gibt 2 Kollegen, die in der Gruppe, die sich um Finanzierung kümmert, da Gedanken machen, wie können wir kleinteilig fördern. Also ich spitze es mal zu, wir brauchen einen föderalen, kommunalen Flickenteppich in der Kulturförderung. Es gibt Menschen, die in ihrer Gemeinde sich um ihre alte Kirche kümmern, die vielleicht einen kleinen Verein gründen, die Unterstützung brauchen, die brauchen mal 500 Euro, die brauchen mal 600 Euro, die brauchen mal einfach jemanden, der ihnen die GEMA-Rechnung bezahlt
Und diese Sachen brauchen eine Struktur, dass wir die fördern. Und die beiden, das ist der Benjamin Stein, der war früher in der Neuen Oper in Neukölln, Neuköllner Oper, jetzt habe ich es, in Berlin. Der lebt jetzt in Karlau. Und der Marco Suchi, der war in der Stiftung für das sorbische Volk, der Chef, der lebt in Sachsen. Die beiden haben zusammen so ein Papier erarbeitet, das sind 4 Seiten, wo sie ein Modell erarbeitet haben, wie wir die Menschen, die in diesen kleinen Gruppierungen leben, die sozusagen die untere Graswurzelebene sind, unterstützen. Egal, was sie machen, ob sie, ich sage das jetzt mal so, eine Tanzgruppe eines Karnevalsvereins unterstützen, ob sie irgendwie ein Kerzenziehen organisieren und dafür einen Flyer brauchen oder ein paar Aufsteller, um einfach mal die Geschichte ihrer Kirche darzustellen. Und ich halte das für ganz wichtig und ich möchte Ihnen das einfach nur ans Herz legen und allen, die hier sitzen, vergessen Sie bitte nicht die untere Ebene. Ich weiß, dass sich die Hochkultur sehr schön darstellen lässt in der Presse und in allem, aber wir müssen unbedingt, und ich glaube nicht nur hier in der Lausitz, sondern wir müssen das auch deutschlandweit machen, weil wir verlieren nicht nur die Menschen für die Kultur, oder wir haben sie schon verloren, gehen wir mal davon aus, sondern auch für die Demokratie. Ich kann noch eine dazu machen. Mhm. Danke. Ja, flammendes Plädoyer. Sie wollten noch eine Frage, ne? Dann nehmen wir noch eine weitere Frage dazu und dann muss eben aus zeitlichen Gründen auch leider Schluss sein. Na, ist eigentlich gar nicht eine Frage, ist eigentlich doch nochmal ein Statement. Manuela Kohlbacher, Kreative Lausitz, wir sind der einzige Unternehmerverband für Kultur- und Kreativschaffende, der länderübergreifend arbeitet, Brandenburg und Sachsen und der polnische und der tschechische Teil der Lausitz, was für uns ganz spannend ist, dass es halt trinational ist. Mhm. Ich muss eine Ergänzung zu Lars Scharnholz geben zum Kulturplan, weil das kriegen wir sonst von Teilen unserer Mitglieder aufs Brot geschmiert, wenn wir dazu nichts sagen. Ja. Es gibt in der Lausitz ein Phänomen, dass wenn offiziell gesprochen wird, vieles schön und gut geredet wird und es gibt aber, wenn die Türen zu sind, dann ganz viel Unmut. Also tatsächlich kriegen wir regelmäßig Anfragen von verschiedenen Leuten, von Mitgliedern, auch von uns, die sagen, warum um alles in der Welt muss es jetzt noch einen Plan geben, die Lausitz erstickt an Strategiepapieren und warum wird da so viel Geld nach außen geballert, was wir, also ich sage es jetzt mal so, umgangssprachlich, was wir einesfalls auch durchaus selber machen könnten, also die Leute in der Region und andersrum auch im Außen wieder einen Plan und es auch sehr große Unzufriedenheit über den Prozess an sich gibt und über die Ergebnisse, die jetzt schon in Aussicht gestellt werden oder Nicht-Ergebnisse, wie auch immer. Was ich aber gerne noch sagen würde und wo ich glaube, dass wir sie ganz gut vielleicht gebrauchen könnten, das ist gar nicht mal das Thema Geld, das brauchen alle immer, das brauchen auch wir arbeiten alle ehrenamtlich als Vorstand. Was wir merken, ist, dass es gerade auf den Landesebenen immer noch das Missverständnis gibt, dass der Kulturbereich, ich sage jetzt mal, die Ekelfrauen von nebenan sind oder mal auch ein nettes Kino oder sowas, aber das ist tatsächlich ein Wirtschaftsfaktor, auch für eine Region, die sich im Strukturwandel befindet. Das ist bei einigen immer noch nicht angekommen. Da leisten wir tatsächlich immer noch Bildungsarbeit, was wir gerne machen. Wir haben allerdings, meine Kollegin Sandy Hebel hat heute in einer Videokonferenz in Brüssel die Kreative Lausitz vorgestellt und wir haben gemerkt, auf der europäischen Ebene gibt es durchaus schon das Verständnis, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft ein Wirtschaftsfaktor ist, der wächst und der zunehmend auch an Bedeutung gewinnt. Wenn Sie uns da unterstützen können, sozusagen in unserer Strukturwandelregion dafür auch zu werben, dass es eben Kultur, aber auch Wirtschaft ist, da können wir jede Unterstützung tatsächlich gebrauchen. Wir merken das auch darin, dass wir immer wieder überlegen, gehören wir jetzt eigentlich zum Kulturministerium oder gehören wir jetzt eigentlich zum Wirtschaftsministerium? Und wir müssen sagen, dass wir gerade auf der brandenburgischen Ebene mit dem Wirtschaftsministerium tatsächlich sehr gute Kontakte haben und da nicht viel erklären müssen und da auch gut unterstützt werden. Aber wir merken gerade auch in diesem ganzen Strukturwandelprozess, dass es da auch ganz stark einen Wandel der Strukturen braucht. Also es wird dann immer so mit den großen Unternehmen ganz gerne verglichen. Was wir von den Kreativen merken, ist, dass vieles, Herr Gärtner hat es vorhin schon angesprochen, vieles einfach zu lange dauert.
Also ein Wandel der Strukturen auch in dem, wie wir miteinander arbeiten, wie wir eine Region auch entwickeln. Da sind die Kreativen einfach schneller. Die brauchen da irgendwie, da geht es auch um Geld, aber es geht vor allen Dingen auch um Entscheidungen, die getroffen werden, um Möglichkeiten, die geschaffen werden. Ja, ich glaube, ich lasse es jetzt mal bei Ihnen. Mir fallen noch ein paar andere Dinge ein, gerade weil wir auch heute noch andere Termine hatten, aber vielleicht wollen andere noch was sagen. Danke. Also vielen Dank. Ich finde ja solche Rückmeldungen aus Regionen wie dieser, sag ich mal, obwohl die schon was ein besonderes Spezifikum im Moment darstellt, einfach wegen des Strukturwandels, der angefangen hat. Aber trotzdem sehr wichtig. Deshalb möchte ich jetzt mit Herrn Apel kurz anfangen. Erstens ist es gut, dass Ihr Kino und Ihre Häuser, wo sitzt er? Ah, da, Gelder bekommen haben. Und ja, das sind Investitionsgelder, das ist der Kinoprogrammpreis. Wir haben die 50 Millionen Euro Ausfallfonds für Filmproduktion zur Verfügung gestellt. Das nur noch mal als Antwort auf allesdichtmachen.de. Die konnten die ganze Zeit filmen, weil wir mit 50 Millionen Euro einen Ausfallfonds zur Verfügung gestellt haben, damit Filmproduktion stattfindet, weil es keine Versicherung gab, die bereit gewesen wäre, Covid-Fälle am Set auszugleichen. Und wenn da was passiert und dann müssen die 14 Tage in Quarantäne, dann wird das sehr schnell sehr teuer für einen Filmproduzenten. Und deshalb hat der Bund 50 Millionen gegeben. Das heißt, auf einem bestimmten Niveau war ein ziemlich gutes Weiterarbeiten möglich. Das ist uns auch wichtig. Ich möchte nur sagen, es leiden nicht alle gleich. Also wir tun schon viel, was möglich ist und haben jetzt Kinoförderprogramm, Zukunftsprogramm Kino 1, 2, 3. Und ich sehe, dass Sie nicken und diese Töpfe und Möglichkeiten alle kennen und hoffentlich in Anspruch nehmen. Und natürlich ist auch eine extra Verleihförderung dabei. Die haben wir ja ganz bewusst aufgemacht für diese Pandemie, weil wir wissen, dass alles mit allem zusammenhängt im Filmmachen. Und wir haben im Übrigen auch der Filmförderanstalten Personal gegeben, damit sie Teile dieser Programme für uns abwickeln, damit sie selber nicht eingehen. Die Filmförderanstalt lebt ja vom Input, Output und so weiter und plötzlich sind sogar die Dachorganisationen betroffen. Also wir haben schon ein komplexes Geflecht installiert, auch was diesen Bereich angeht. Und dann haben sie ein Plädoyer abgelassen für mehr kleinteilige Förderung und viel Applaus dafür bekommen. Wir hören das, ich will nicht sagen täglich, aber wöchentlich schon. Müssen aber daran erinnern, dass hier eine Vertreterin des Bundes sitzt. Und Sie wissen ja alle, dass nach unserer Verfassung die Kulturhoheit bei den Ländern liegt. Und dass darüber hinaus die Kommunen mit 45% Kulturförderung sowieso die stärksten Kulturakteure neben den Kirchen in Deutschland sind. Wir reden von 9,3 Milliarden Euro, 9,5 Milliarden an Steuergeldern, die jährlich in Deutschland für die Kultur ausgegeben werden. Davon geht der größte Teil über die Kommunen. Und ungefähr 40% über die Länder und dann kommt der Bund. Und was der Bund kann und darf und macht, muss ganz genau begründet sein, weil es ja haarscharf immer eine Verfassungsfrage ist. Und deshalb gibt es dieses Kriterium der nationalen Bedeutsamkeit. Und ich verstehe zwar, dass Sie öfter mal 500 Euro brauchen, um Flyer für Ihre ländliche Amateurmusikfestivals zu machen. Aber dass wir da begründen, dass das wirklich von national besonderer Bedeutung ist und deshalb ausnahmsweise wir da eintreten, das können wir leider nicht darstellen. Deshalb muss ich dann immer wieder doch an die berühmten, blöden Zuständigkeiten verweisen. Damit Ihnen die Vor-Ort-Ebene diese Gelder aber gibt, machen wir ja das, was da drüber ist und national bedeutsam und so viel Geld kostet, dass es andere Ebenen belasten würde. Also insofern ist es schon ein System der kommunizierenden Röhren. Nur die ganz kleinteilige Förderung vor Ort, von der ich voll verstehe, warum Sie die brauchen. Und es ist übrigens, die Vielfalt der Kultur in Deutschland lebt ja von diesen kleinen und vielen und unzähligen Initiativen vor Ort. Das ist ja das Wesensmerkmal der Kultur in Deutschland, dass es an allen möglichen Orten, auch an scheinbar unbedeutenden, dieses tolle kulturelle Angebot gibt. Das müssen dann ehrlich gesagt andere machen. Und jetzt nochmal zum Kultursommer. Das ist ein Programm, nur für die anderen hier im Raum, was wir in der zweiten Milliarde untergebracht haben und was die Kulturstiftung des Bundes für uns operativ abwickelt. Und das soll, wie der Name schon sagt, im Sommer oder im Frühherbst dazu führen, dass es ein großflächiges Zurück zur Kultur gibt.
Wir rechnen damit, dass es Bedenken gibt, dass manche ein bisschen Angst haben, hat man ihnen ja jetzt auch ein Jahr lang gemacht, dass Veranstalter Sorge haben, dass sie ihre Plätze nicht ausgelastet bekommen, dass deshalb nicht nur einzelne Kinos oder Galerien oder Festivals nicht stattfinden oder nur mit gebremstem Eifer drangehen, sondern dass eine ganze Region ihre kulturelle Vielfalt plötzlich nicht aufleben lassen kann. Und deshalb haben wir relativ viel Geld in die Hand genommen und der Kulturstiftung des Bundes gesagt, sie sollen so eine Art Kultursommer-Marketing professionell begleiten. Und dass das nicht für einzelne Branchen oder einzelne Orte oder einzelne Festivals ist, sondern für Regionen, macht, glaube ich, Sinn. Weil hier kommt das Publikum sowohl für die Wilde Möhre her, als auch für ihr Kino, als auch für andere klassische Musikfestivals, die es hier gibt, oder für die Programme, die man aus der bildenden Kunst holen kann. Und deshalb, glaube ich, macht es Sinn, das regional zu begreifen, und regional soll jetzt mit unseren Millionen geholfen werden, und zwar indem da Profis geschickt werden. Sie hatten eben nochmal den Beratungsbedarf und die professionelle Begleitung angemahnt. Das ist Teil dieses Angebots und natürlich die Finanzierung, zum Beispiel von gemeinsamen Werbemaßnahmen. Und da konnten wir nicht auf eine Größe gehen unter 20.000 Einwohner, weil dann hätte man das nicht mehr in der Kleinteiligkeit verwalten und schaffen können. Das wäre dann auch für die Kulturstiftung des Bundes zu viel des Guten gewesen. Und es haben sich innerhalb von 6 Wochen 163 Regionen gemeldet, die gerne von diesen Geldern und von dem Know-how partizipieren wollen. Und ich hoffe, dass auch die Region hier vielleicht dabei war. Im Einzelnen weiß ich das nicht. Und es wäre toll, wenn sie sich da alle mal zusammenschließen würden, weil da hat jeder was davon, dass man es gemeinsam macht, diesen Neuanfang. Und das Ganze läuft unter dem Label Kultursommer und wird abgewickelt von den sehr professionell arbeitenden Leuten der Kulturstiftung des Bundes. Und wir haben aber, ich darf Sie ein bisschen beruhigen, auch in Nicht-Pandemie-Zeiten großflächige Programme Kultur im ländlichen Raum, wo wir jetzt zum Beispiel Heimatmuseen, landwirtschaftliche Museen, Bibliotheken, Amateurmusik mit mehreren Millionen im Jahr werden diese Programme unterlegt, erreichen wollen. Und zwar, damit wir wirklich in die letzten Kapillaren des ländlichen Raumes in Deutschland kommen mit Bundesgeldern. Aber da muss man dann eben das auch mit diesem Programmansatz beantragen. So, das war bei allem Verständnis die Antwort dafür, wie wir strukturell damit umgehen. So, und dann haben Sie eben nochmal gesagt, die Kulturwochen, dass Vereine länderübergreifend arbeiten, ist für uns natürlich immer ein Argument, sie zu unterstützen, weil das natürlich einen Mehrwert hat. Und ich möchte Sie nur aufmerksam machen auf das Programm Trafo-Projekt bei der Kulturstiftung des Bundes. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das heißt, Transformation ist die Abkürzung. Und da geht es darum, zum Beispiel aufgelassene Bahnhöfe in ländlichen Regionen zu Kulturorten umzuformieren. Und bewerben kann man sich immer, wenn es vor Ort ein bürgerschaftliches Engagement gibt, die aber dann, wenn es schon angelaufen ist, das professionalisiert haben wollen. Also nicht aus dem Nichts, aber wenn da schon was da ist, kann man sich für diese Programme bewerben. Und die gibt es schon länger, und das, finde ich, wird mit sogenannten Kulturagenten sehr professionell begleitet. So, und zum Thema Wirtschaftsfaktor, Sie können ja meine Reden halten, habe ich gerade schon gehört. Wir wissen natürlich, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft der zweitgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland ist, nach der Finanzwirtschaft, aber vor der berühmten Automobilindustrie, was die Beschäftigung und die Wertschöpfung und den Beitrag zum Bruttosozialprodukt angeht, weil auch sehr viele sozialversicherungspflichtig Beschäftigte da sind. Und das besondere Markenzeichen der Kultur- und Kreativwirtschaft ist darüber hinaus, dass es junge, internationale, sehr bewegliche Leute sind. Und das ist die Zukunft. Also nicht nur, weil sie jung sind, sondern weil sie von einem anderen Selbstverständnis aus kommen und sich nicht in einem Beruf wiederfinden, den sie bis zum Lebensende machen wollen, sondern weil dahinter viel Kreativität und Beweglichkeit, Flexibilität und internationaler Austausch stecken. Und eine Gesellschaft, die das nicht kann, die verliert tatsächlich den Anschluss. Und die Kreativwirtschaft ist da unser wichtigstes Fundament, was die Zukunftsfähigkeit auch des Wirtschaftsstandorts Deutschland angeht.
Und im Übrigen, das Thema Standortfaktor ist immer das beste Argument, um Gelder aus der großen Schüssel in den Landtagen oder Kommunen zu bekommen. Auch im Bundestag ist das so. Und dann singe ich das hohe Lied und rede immer von den Spillover-Faktoren. Das zieht natürlich ein gutes Publikum an, was Lebensqualität sucht. Und insofern wissen Standortakteure das eigentlich. Aber ich schließe dann gerne mit der Bemerkung, mit der ich auch den heutigen Abend beschließen möchte. Das ist alles richtig, aber ich finde, Kultur ist vor allen Dingen eins, nämlich Ausdruck von Humanität. Und man kann eine Gesellschaft sehr genau daran erkennen, wie sie mit ihrer Kultur umgeht. Und ich finde, deshalb sind wir uns allen eine Menge schuldig, auch in dieser Pandemie. So. Herzlichen Dank. Jetzt haben Sie gewissermaßen mein Konzept durcheinander gebracht, weil ich Ihnen und Herrn Professor Chirac die Möglichkeit geben wollte, ein Abschlussstatement zu geben. Ich weiß nicht, ob das dieses Abschlussstatement jetzt war. Das ertrage ich noch gut. Dann bitte ich Michael. Jawohl, ich hoffe, oder ich sage es mal so, so einen Kulturstammtisch, wie wir ihn heute geführt haben, führe ich ja auch nicht alle Tage. Von daher war das für mich heute auch ein Tag der Weiterbildung, einer Präsenzveranstaltung als Weiterbildung. Ich werde es gut abrechnen können wahrscheinlich. Nein, ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was mich heute hier erwartet. Wird es die geballte Wut sein? Wird es die Überlegung sein? All das ist ja durchaus in den Tagen ja gerade im Kunstbereich ja erwartbar gewesen. Von daher bin ich sehr froh, dass wir hier sehr schön miteinander geredet haben. Ich bin froh, dass wir auch so tolle Beiträge hier in der Diskussion hatten mit Vorstellungen, die, wie wir uns die Zukunft hier in Corona-Zeiten, aber auch hier im Strukturwandel vorstellen. Lieber Frau Grütter, Sie sind nicht das erste Mal in Cottbus, Sie sind, glaube ich, 3 oder 4 Mal schon hier gewesen. Wir haben heute festgestellt, wie oft Sie schon die Pyramiden in Branitz eingeweiht haben. Wir haben heute die Erdpyramide eingeweiht. Vor 5 Jahren war es die Wasserpyramide und Herr Körner hat gesagt, es gibt eine weitere Pyramide. Also das heißt, wir brauchen noch eine Legislatur, um Sie einzuweihen. Also von daher möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute hier waren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich der Diskussion, aber auch sagen wir mal, dem Engagement gestellt haben. Ich wünsche mir tatsächlich für die Zukunft eine laute Stimme der Kultur. Herr Streit ist ja da, das habe ich vorhin vergessen auch zu sagen, dass Herr Streit ja derjenige ist, der den Werkstattprozess der WAL hier begleitet. Von daher, der viele Input ja auch für uns kommt. Ich bin ja im Strukturwandelausschuss und wir werden im Mai ja unsere Veranstaltung hinsichtlich der Kultur, da wird Herr Streit ja berichten, das wird für uns sehr interessant sein. Also seien Sie auch da gewiss, dass ich da sehr genau zuhören werde, Sie begleiten werde und Sie wissen ja, wo ich mein Büro habe. Ich danke deswegen auch meinem Büro, der es heute hier wunderbar organisiert hat, unter den pandemischen Bedingungen für die Disziplin, diese Stoffmaske hier aufzusetzen, ist nicht immer einfach. Das ist, ich danke Frau Krehmeier für die Bereitstellung dieses wunderschönen Saales. Hat ja auch die Möglichkeit, auch mal vorzustellen, was wir im Cottbus leisten. Ich danke all diejenigen, die heute hier dabei waren und dazu beigetragen hat, dass eine gelungene Veranstaltung geworden ist. Ich hoffe, für Sie hat es sich auch gelohnt, mal aus dem Regierungsviertel, aus dem turbulenten Berlin ins ruhige, aber schöne Cottbus zu kommen. Von daher bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen. Herzlichen Dank. Applaus